So, und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Hunter. Und zwar dieses schöne Buch, was kann man das überhaupt sehen? Ja, die gejagten Jäger 2 nehmen wir als Basisregelwerk und fuschen da ein bisschen dran rum, damit es ein bisschen passend wird zu der aktuellen V5-Edition. Und heute mit dabei als mein Spielpartner, der Dreihänder, ganz neu und frisch auf diesem Kanal, als Hallo. Cyrus Navid. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Ja, ich habe mir gedacht, ich sammle mir mal ein paar Menschen ein, mit denen ich vorher noch nie gespielt habe, und ein paar Menschen, mit denen ich schon ein paar Mal gespielt habe, die alle den Berufsstand gleich haben. Ihr dürft raten, welchen. Und Es gibt einen mache kleinen Hinweis in jeder Episode. einen ganz kleinen. Und spiele mit denen eine Runde Hunter in der Blood and Sand Sandbox, weil ich dachte mir, die Vampire brauchen mal handfeste Gegner, nicht nur so blöde ausgedachte NPCs. Und ja, heute machen wir, wir wollten eigentlich nur so ein Few-Shot spielen, und aber in der Session 0 hat sich dann herausgestellt, dass man doch ganz gerne ein Prelude spielen wollte. Ja, und das machen wir jetzt heute. Guck mal, hier wird schon die aus der Bibel zitiert hier. 3. Mose 26, 7. Jetzt muss ich überlegen, was steht da? Ihr sollt eure Feinde jagen und sie sollen vor euch her ins Schwert fallen. Werde ich machen. Sehr gut. Muss das sein. Los, Ja, da ins Pferd. wir befassen uns heute mit Cyrus Navid, dem ersten von unseren Huntern. Und werden ihn ein bisschen kennenlernen. Und wir haben vorher abgesprochen, dass ich den Dreihänder erstmal ein bisschen erzählen lasse, auch über den Cyrus, weil der den ja am besten kennt. Er hat ihn schließlich erschaffen in seinem Kopf. Und ja, wir sind aber auch noch nicht in der Stadt ohne Namen, sondern wir starten unser heutiges Erlebnis in der schönen Stadt in Texas gelegen, Corpus Christi. Eine Küstenstadt in Texas. Und ja, ich dachte mir, das ist vom Namen her die passendste Stadt für eine Hunter-Runde. Und die gibt es wirklich. Ja. Und wir haben eben auch schon auf Google Maps nach Kirchen gesucht. Das ist sehr ulkig. Also könnt ihr euch mal angucken. Außer dem Walmart könnt ihr euch auch angucken. Ja, das ist das Erste, was aufpoppt, wenn man nicht so nah ranzoomt. Ja, Cyrus Navid, erzähl uns mal ein bisschen was zu Cyrus Navid. Wir spielen ja immer noch 2018, haben wir uns darauf geeinigt. Wir sind um die Weihnachtszeit herum in Texas. Ich war noch nie in den USA, aber ich glaube, es ist so ungefähr vom Klima her wahrscheinlich gleich wie hier. Vielleicht im Sommer ein bisschen wärmer. Und ja, da es eine Küstenstadt ist, ist es vielleicht auch hier sehr kalt. So mit Wind vom Meer aus her und so. Und ja, wir würden alle ganz gerne wissen, wer Cyrus denn ist, wo der so herkommt, was der in Corpus Christi denn macht, um seine Brötchen zu verdienen. Und ja, einfach mal so ein bisschen Grundlegendes zu Cyrus. Okay, im Moment ist Cyrus 29 Jahre jung und steht gerade am Anfang seiner beruflichen Karriere. Er hat sich entschieden, evangelisch-lutherischer Pfarrer in den USA zu werden, englischsprachig. Er kommt gebürtig auch aus den USA und hatte einen Weg, der ihn dahin gebracht hat, der vielleicht nicht so der geradlinigste aller Wege war. Als Cyrus ein junges Kind war, sind seine beiden Eltern, die aus dem Iran stammen, aber mit einer Green Card jeweils in die USA ausgewandert sind und beide Akademiker waren, sind in einem Autounfall gestorben. Und Cyrus musste dann über Pflegewege kam er an eine katholische Schule und wurde dort aufgezogen. Und wie es bei Pflegekindern, die vor allen Dingen eher in Richtung intelligent, hochintelligent gehen, nicht ganz selten passiert, hat er sich dort gelangweilt und hat keine Pflegefamilie gefunden, sondern ist in diesem Pflegeheim geblieben.
Und in der Zeit ist er leider durch falsche Freunde in dieser Pflegeheimsituation auf die schiefe Bahn gerutscht und hat auch Kontakt mit erst leichten Drogen gehabt und hat da wirklich auch so ein bisschen Auswege und Fluchten gefunden zu seinem sehr streng katholischen Pflegeheim, wo er nicht geschlagen worden ist und nicht sowas, aber wo er einfach eine Langeweile hatte und unterfordert war. Und diese Flüchte wurden für ihn immer mehr der Mittelpunkt seiner Jugend, sodass er dann auch irgendwann sich hat überzeugen lassen, dass er auch härtere Drogen ausprobiert. Und eines Nachts hat er sich mit ein paar anderen Leuten, die auch schon länger auf diesem Weg waren, getroffen, hat gerade seine Spritzen auch vorbereitet und dann hat er mit einmal eine Vision gehabt, die ihn irgendwie ja wie eine Offenbarung gleichsam wirkte. Er wird heute das ein bisschen anders beschreiben. Er wird es eher rational beschreiben, dass sein Verstand eingeschaltet hat vielleicht oder auch seine katholische Erziehung oder das, was seine Eltern ihm mitgegeben haben. Aber im Grunde war es einfach so, dass er, sobald er die Spritze nehmen wollte, hat er gesehen, dass irgendwie alles im Blut endet und dass irgendwie die beiden Leute, mit denen er dort war, die seine vermeintlichen Freunde waren, die lagen tot am Boden in dieser Situation. Und irgendwann kam er wieder zu sich und hat die Situation versucht wahrzunehmen. Und da waren die beiden Freunde noch da und haben ihn ganz fragend angeschaut, warum er so zögert. Und dann ist er aufgestanden und weggerannt. Und dann hat er für sich entschieden, er muss damit aufhören. Egal was, das war ein Zeichen, wo es auch immer hergekommen sein mag, dass er aufhören muss mit diesem Weg, dass er halt Drogen nimmt, ist von einer Nacht auf die andere wirklich komplett sauber geworden, was das angeht. Rührt weder Drogen noch Alkohol an. Seitdem, und er hat sich seitdem sehr, sehr viel mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, was die Pflegeschule ihm versucht hat zu erzählen. Nur hat er für sich nicht die Strenge der katholischen Lehre so wahrnehmen wollen. Er hat mehr die Freiheit des Lutherischen für sich verfolgt, weil er da auch eine Kirchengemeinde gefunden hat in Corpus Christi, wo er sich ehrenamtlich beteiligt. Und er kam da dran über etwas, und da ist er heute auch mitunter am aktivsten, gerade jetzt kurz vor Weihnachten 2018, in einer Suppenküche einer Ehrenamtlichen, die von der Kirche halt finanziert oder gesponsert wird, wo er wirklich dann auch seine Zeit verbringt. Und er hat diese Gemeinde so begeisternd gefunden und die Wahrnehmung darüber, dass er gesagt hat, das möchte er auch lernen, das möchte er studieren, das möchte er wirklich verinnerlichen, diesen Weg, sodass er sich entschieden hat, er möchte selber auch Pfarrer werden. Und um wirklich Menschen in einer Situation, wie er sie selber erlebt hat, zu helfen. Um da zu sagen, ich bin hier für euch, ich reiche euch die Hand, ich bin nicht der, der die Lösungen hat, aber gemeinsam finden wir einen Weg. Ich habe auch einen Weg gefunden. Bei mir war es auf eine ganz widerliche Art und Weise und die möchte ich niemandem von euch auch erleben lassen. Also wenn ich helfen kann, bin ich da. Und deswegen hat er das jetzt studiert und jetzt ist er gerade, Dezember 2018, fertig mit dem Studium, hat seine Bestätigung, dass er alles bestanden hat. Ist jetzt natürlich da ein bisschen einerseits begeistert, weil er eine neue Stelle antreten kann bald, er weiß noch nicht wo. Ist aber auf der anderen Seite ein bisschen traurig, weil er dann den Kontakt zu dem verliert, was er jetzt gerade aufgebaut hat, sich in dieser Stadt. Halt die Anbindung zur Gemeinde, den Pfarrer vor Ort, die Ehrenamtlichen, mit denen er da wirklich auch sich engagiert. Und im Prinzip alles. Also er wohnt alleine, er ist nicht verheiratet und gar nichts, deswegen das ist nicht so schlimm. Aber er wird die Leute vermissen, weil das ist so seine erste Gemeinde, die ihn wirklich begeistert nach wie vor. Das Drama eines jeden Menschen, der durch das Theologiestudium rübergeht in den Pfarrberuf, einerseits vor dem Neuen zu stehen, eine eigene Gemeinde leiten zu dürfen, andererseits halt alles hinter sich lassen zu müssen, was einen vorher an Gemeinde groß gemacht hat im Glauben, ne? Ja, der Chat schreibt uns hier schon ganz viele schöne Schade, dass ich die jetzt Bibelzitate. parallel nicht lesen und interpretieren kann, weil ich mich auf dich konzentriere. Ja, der Rerion hat schon begriffen, worum es hier gehen soll. Der Es zieht gab nämlich. einen ganz kleinen Hinweis, gab es schon in meiner Story. Ja. Einen kleinen. Der Rerion zitiert schon Römer 13, seid niemandem etwas schuldig, ne? Also, das ist.
Er passt. Auch das Zitat von Oberwarboss finde ich gut. O Herr, er will mich fressen aus Lukas 4. Ja, das sind so die inneren Dämonen, die er im Leben erlebt hat. Und dann, ja, er möchte wirklich seine Schuld im Grunde, die er selber auf sich genommen hat, möchte er tilgen, dadurch, dass er anderen hilft. Vielleicht ist das tatsächlich eine Interpretation für diesen Charakter, ja? Ja, wo befindet sich denn Cyrus so kurz vor dem Weihnachtsabend jetzt gerade so? Ich denke mal so, wir starten mal so 23. Dezember, morgen ist Heiligabend. Das ist ja in den USA, Heiligabend ist ja noch nicht so das große Fest. Das ist 25. eher, ne? Genau. No, aber ja, was, du hast ja gesagt, Suppenküche und ehrenamtliche Arbeit und so. Und jetzt, wo er das Studium mal beendet hat, hat er ja auch Zeit, Ja, ne, ja. Dinge zu tun. Sowas Ähnliches zumindest, ja. Mein gut, man muss ja auch einen Umzug organisieren wahrscheinlich noch und so, aber da du ja auch alleine wohnst, wahrscheinlich in so einer kleinen Butze irgendwo. Und ich weiß ja noch nicht mal wohin. Also ich habe noch kein Umzugsunternehmen. Ich habe schon ein paar gepackte Kisten, weil ich mich so freue. So die wesentlichen Bücher habe ich schon alle gepackt, die ich jetzt nicht jeden Tag neu lesen muss. Und natürlich auch alles, was so die Kleidung für den Sommer oder so, die habe ich auch schon gepackt, natürlich, klar. Und vielleicht noch mal die letzte Zeit so mit den nahen Freunden und Verwandten irgendwie verbringen, solange man Ja, sie noch um genau. sich hat. Genau. Ja, dann wo hält er sich denn auf so kurz vor Weihnachten und hilft er da irgendwo oder hat er Ja, sich überlegt, ganz. ich möchte irgendwo noch mal keine Ahnung, einen Kinoabend machen mit meinen Freunden oder so? Na, er ist wahrscheinlich in der Zeit jetzt das, was so ein Herzensanliegen von ihm ist. Er ist wirklich 23.12., das ist, desto näher kommt Weihnachten, desto mehr kommen die ganzen, ja, auch seelischen Trauernden, die wirklich dann auch in Einsamkeit sind und in Armut sind, wenn sie denn obdachlos sind, dass sie keinen Familienanschluss haben. Alle freuen sich und die sind alleine. Das ist zumindest seine Vorstellung dahinter. Und deswegen wird er dann wahrscheinlich die Abende auch mindestens immer ein Stück weit damit begehen, dass er eine Runde dreht und Sachen auch, ich sag mal, an einschlägige Punkte gibt, wo Obdachlose ja versuchen zu überwintern, also unterbrücken und ähnliches, dass er damit mit Rationen aus der Suppenküche beziehungsweise aus den Tafeln dahin geht. Und sowas. Also wahrscheinlich macht er so einen Abendtrip gerade. Hast du da so ein kleines Auto, wo du so ein gekühltes Essen drin hast? Oder wie verteilst du Essen? Oder nur Brot? Oder wie sieht das aus? Ah, natürlich werde ich nicht unbedingt kühlen müssen im Dezember vermutlich. Nicht viel, Ja. aber vor allem Je keine heiße nachdem, Suppe. was man Ja. transportiert, ne? Nee, also ich werde wahrscheinlich ein kleines kaputtes Auto haben. Das ist ja das Schöne an den USA in Texas. Wir haben ja nicht so was Blödes wie ein TÜV, sondern der kann ja, sobald es einen Motor hat und vier Reifen fährt und so, sieht auch mein Auto in etwa aus. So das Niedrigste vom Standard. Es fällt jetzt auch nicht auf, wenn da irgendjemand drin schlafen würde Ein an der typischer El Straßenseite. Bundy alter Dodge. Ja, so. Ja, und mit sowas, also wirklich so ein Fünfsitzer, hinten schon ein größeres Heck auch, also Kombiwagen, aber wirklich kaputt und verschiedene Türfarben und sowas schon auch richtig runtergekommen und angekratzt. Fenster zum Kurbeln und da auf der Rückbank habe ich immer diese Styroporpackung, wo so ein paar Portionen Essen drin sind. Ja, dann fährst du da so durch die Hood quasi, ja, durch die etwas heruntergekommenen Viertel von Corpus Christi. Auch die soll es geben, die heruntergekommenen Viertel von Corpus Christi. Das klingt gut, ne? Ja, und ja, vielleicht gibt es ja auch schon den ein oder anderen Obdachlosen, den du schon öfters mal besucht hast, wo du weißt, an welcher Ecke die herumlungern und was die da so machen. Und die kennen dich ja auch vielleicht oder erkennen dein Auto schon von weitem an den Knallgeräuschen vom Auspuff oder so. Ja. Und ja, wie gesagt, es weht ein kühler Wind vom Meer her. Das heißt, es ist auch relativ unangenehm. Vielleicht hast du auch ein paar Decken irgendwie mit dabei, die du irgendwie vorher besorgt hast, um die Leute damit zu versorgen. Irgendwie Wärmflaschen oder so improvisierte. Ein Wasserkocher irgendwie anschließbar an die Elektrik des Autos, dass man Tee Ja, trinken ein kann oder sowas. Feueranzünder oder sowas, ja. Genau. Und ja, stellt sich dann an so eine Ecke und ja, machst wie üblich irgendwie so die Türen von dem Auto auf und
Also Und du da bist ich einfach, jetzt, zeigst einfach nur Präsenz so. Und die Leute kommen schon, weil sie dich kennen, schon von selber. genau, da ich weiß, an der Stelle, wo ich jetzt bin, ist auch Henry dabei. Da muss ich so eine Ration nehmen, wo ich die Salathälfte erstmal wegschmeiße. Die muss in einen anderen reingeschoben werden, schnell. Weil dem kann ich mit Grünzeug nicht kommen, sagt er immer. Ja. Sonst wird er ja noch gesund. Ja, beschreib mal, was ist denn Henry für einer? Wenn, also er frisst, er frisst, er isst keinen Salat. Genau. Na, Henry ist ein ganz solider. Er sagt immer selber, er ist Veteran. Das kann ich nicht überprüfen. Das wusste Cyrus nicht, ob das wirklich stimmt. Aber er meint, er hat mal gedient und ist seitdem irgendwie von seinem Staat falsch wieder aufgenommen worden. Und ihm wurde nie die Chance gegeben, sich wieder einzugliedern. Und er meint, wegen dem Trauma, was er da erlitten hat, ist er einfach nicht mehr gesellschaftskompatibel. Aber immer, wenn ich ihn darauf anspreche, weicht er aus. Also von daher, ich weiß gar nicht, ob er wirklich ein Trauma hat. Ob er wirklich beim Militär war oder sowas, verhält er sich auch nicht sonderlich. Hat so ein hageres, längliches Gesicht, ist insgesamt ein langer, schlaksiger Typ. Drei-Tage-Bart, also ist kein Rauschebart-Mensch, sondern Drei-Tage-Bart-Mensch. Hat aber dafür relativ so mittellange, ungepflegte Haare und ein bisschen, ja, eigentlich ganz normale Kleidung, gar nicht so lumpig, wie man denken sollte, weil er schon weiß, wie er auch von der Heilsarmee oder was auch immer an irgendwelche vernünftige Kleidung kommt. Aber der ist immer einer der Ersten, der dabei ist. Der redet viel, aber nie über sich. Ja, der ist auch der Erste, der dann ankommt und sich schon von Weitem grüßt und winkt. Cyrus! Henry, Frohe mein Bester, Weihnachten! gesegnetes Fest dir. Ah, hör mir auf Dauert damit. noch, aber immerhin. Ich habe gehört, du kommst bald nicht mehr. Ach, ist das auch schon bis hierhin gekommen, ne? Ja. Ist richtig, ist richtig. Celine hat mir davon erzählt. Ach Mann, es tut mir auch echt leid. Ich werde bis dahin noch jeden Tag vorbeikommen. Ich verspreche es dir. Und ich sorge dafür, dass die anderen dich nicht vergessen hier. Wusstest du, dass ihr Hund gestorben ist? Nein, nicht Jimmy. Der war doch höchstens 14 Jahre alt oder so. Weiß es nicht. Kennen sie noch nicht Hast so lange. Oh, das tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Aber vielleicht solltest du da noch mal mit ihr sprechen. Sie ist aber irgendwie heute nicht hier. Weißt du, wo sie ist heute? Sie wollte eigentlich kommen, wegen der Decken. Hast du Okay. versprochen, dass du sie mitbringst? Hast du welche mit? Ja, selbstverständlich. Hier, warte mal, ich mache den Kofferraum auf. Zack. Bedien dich. Nimm bloß bitte eine für Celine mit. Ich weiß nicht, ob ich sie noch sehe. Ja, nimm eine mit, ich habe mehr. Dann nehme ich hier noch eine andere mit, wenn ich sie woanders finde. Wo Immer. könnte sie denn sein? Hast du eine Idee? Normalerweise, wie gesagt, müsste sie hier sein. Das ist echt kurios. Da mache ich mir Sorgen, gerade wenn das mit ihrem Hund ist, Mann. Ja, war eine Weile down. Ne, Ja. du hattest ja mit deinem Kram zu tun, warst lange nicht hier und. Ja, aber das Gute ist, ich habe bestanden. Das ist doch auch schon mal Na, was. Freu herzlichen dich. Glückwunsch. Dankeschön. Ich darf das machen, was ich machen möchte. Leider nicht hier. Vielleicht zumindest nicht hier. Wo denn? Ich weiß es noch nicht. Das wird uns gesagt. Die erste Stelle darf ich nicht selber entscheiden. Ist ja Blödsinn. Wenn ich ganz viel Glück habe, darf ich ja hier bleiben. Aber ich vermute nicht, hier ist ja ein guter Pfarrer. Das stimmt. Immerhin schickt er dich hier rum. Ja. Naja, ich frage ihn auch. Aber okay. Ich habe ja, der zuppelt so an so einem Militärseesack, den er irgendwie umgehängen hat, irgendwie so, so ein hölzernes Schachbrett raus. Spielen wir noch eine Runde? Ja, eine Runde schaffe ich auf jeden Fall noch mit dir. Ja, während ich hier das leckere Essen gehe, du hast den Salat weggemacht, oder? Ja, natürlich. Extra für dich, weißt du doch. Warte mal, ich mache gerade mal den Wasserkocher Wusstest du, dass nebenbei man in an. diese Salatdinger so komische Sachen reinmacht? Und wird man Ja, impotent? aber ich dachte, wir nennen es Dressing. Nein, vorher, wenn das noch auf Ah. dem Feld ist. Okay. Das könnte erklären, warum ich keine Kinder habe. Vielleicht auch, dass ich keine Frau habe. Wer weiß. Warst du eigentlich mal verheiratet? Reden wir nicht drüber. Okay. Na gut, dann bau das Feld auf. Ja, da sind irgendwie an der Ecke halt ist so ein kleiner Platz, wo man halt so parkmäßig halt so Steinbänke hat.
Und setzt sich dann irgendwie, legt die Decke da irgendwie auf den Stein, weil es ja irgendwie kalt und setzt sich dann da drauf, baut die Schachfiguren auf. Ach Mann, du wirst mir echt fehlen, wenn du weg bist. Du mir auch. Und Celine wird mir auch fehlen, Mann. Die ganze Arbeit hier wird mir fehlen. Das war wirklich das, was mich überzeugt hat, das zu machen, was ich jetzt mache. Ihr seid der Grund dafür, dass ich Spaß an meinem Leben habe. Das klingt irgendwie strange. Ja, aber für mich ist das Wichtigste, dass ich bei Menschen bin, dass ich versuchen darf, euch zu helfen, wenn es euch nicht so gut geht. Mir ging es richtig scheiße. Die Und Welt mir hat ist voll niemand von helfen können. Menschen. Ja. Aber hier sind ganz besondere. Danke mal. Auch wenn du nicht Schach spielen kannst. Nein. Trotzdem reicht es, um dich zu besiegen, wie? Niemals. Ah, das will ich sehen. Du wählst die Farbe. Schwarz wie die Seele. Dann darf ich anfangen. Apropos schwarz wie die Seele, hast du einen Kaffee? Ach klar, hier, Moment. Klack, 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 klack. Bitteschön. Er genießt das sichtlich, auch die Wärme von der von der Tasse. Ich weiß nicht, also ihr werdet ja sicherlich andere Leute rausschicken hier, aber denen muss ich dann erst beibringen, dass sie den Salat wegmachen müssen und so. Ich mache eine Liste. Dein Vorgänger hat das auch gesagt. Hat das dann doch nicht gemacht. Naja, das ist leider richtig. Zumindest kamen die nie bis zu mir. Was ich dir am meisten zugute halte, ist, dass du nicht so penetrant immer fragst wie dein Vorgänger. Spielst einfach nur deine Partie und bringst mir meinen Kaffee und mein Essen und meine Decke und hast ein freundliches Lächeln auf. Und ich mache deinen Salat weg. Vergiss das nicht. Das ist für mich die wichtigste Arbeit daran. Ich glaube, das ist meine Kernkompetenz. Ja. Ja, Also ich ja. fange mal an, den ersten Zug zu machen. Ihr spielt eine Weile und er ist irgendwie sichtlich kurz angebunden. Man merkt, das nimmt ihn irgendwie ein bisschen mit, dass er irgendwie. Das wird so ein bisschen real jetzt irgendwie. Es ist schon seit längerer Zeit irgendwie, hast du ja schon öfters erzählt, dass es bald vorbeigeht oder so. Aber es wird jetzt so. Für ihn wird das jetzt langsam greifbar. Ja, so langsam werde ich auch melancholisch, wenn ich das sehe, wenn ich darüber nachdenke, dass er wie ein, dass ich selten nur noch erfahren darf, wie er mich versucht, im Schach zu betrügen. Ja, ist vor allen Dingen, wenn ein paar andere gerade jetzt dazukommen und du halt irgendwie aufstehen musst, um einen Kaffee auszuschenken oder so, der immer halt so. Nee, also so eine gewisse Grundmelancholie überkommt mich da auch selbstverständlich, auch wenn es noch vielleicht ein, zwei Wochen dauert, bis ich eine neue Stelle habe, dennoch. Weil so langsam fühlt es sich realer an. Jetzt, wo man einen Abschluss in der Tasche hat, ist das auf einmal ein viel ehrlicheres Gefühl, ne? Ja. Sag mal, was macht man eigentlich dann da so, wo du hingehst? Ah, das kommt drauf an. Wahrscheinlich werde ich eine Gemeinde bekommen als erste Stelle. Vielleicht alleine, vielleicht mit jemand anders zusammen. Das heißt, in der ersten Runde Hoffentlich werde eine ich. Frau für dich. Das kann man nicht ausschließen, hoffentlich. Ist aber so ein gut aussehender junger Mann wie ich, ne? Nein, aber im Wesentlichen, ich werde das machen, was unser Pfarrer hier macht. Was heißt, ich mache natürlich die Gottesdienste, ich werde die Jugend ein bisschen auch unterrichten und dann hinterher auch eine Art Konfirmation haben. Ich Sprich nicht werde. so viel in Fremdworten. Okay, ich werd junge Menschen unterrichten darin, was das Coole an Religion ist. Ich werde alte Menschen darin wertschätzen und Weißt du wahrnehmen, was sie was mir das erzählt Coole an haben. Religion ist? Und zwar. Dass Leute, die religiös sind wie du, rauskommen und mir meinen Kaffee bringen. Guck. 9 Jahre habe ich studiert und das war das, was mir nicht im Studium beigebracht worden ist. Trotzdem hast du recht. Ich gebe dir absolut recht. Hättest du mal hier studiert. Ah. Das mache ich erst seit 3 Jahren. Das habe ich leider zu spät angefangen. Ja, ihr spielt so ein bisschen weiter und irgendwie, ja, die Schachfiguren, ja, wie gesagt, er versucht immer so ein bisschen zu bescheißen. Und als du das nächste Mal gerade wieder so einen Kaffee ausgeschenkt hast
einer der Figuren, die du eigentlich schon geschlagen hattest, wieder auf dem Feld stehen. Ich hatte schwören können, ich hatte eben eine gute Idee, wie ich deinen Läufer wegkriege. Muss ich falsch gedacht haben, Mann. Ich muss mich konzentrieren. Immer wenn ich Kaffee einschenke, verliere ich die Konzentration, Mann. Du musst mir ein bisschen Nachsicht geben hier. Das ist wie früher im Krieg. Fokussieren. Ah, du hast wahrscheinlich recht, die Ausbildung fehlt mir. Da merkt man wirklich, da bist du besser als ich. Gut, dass unser Präsident die ganzen Kriege im Osten beenden will, hat er versprochen, ne? Ja, hoffen wir doch. Ich weiß zwar nicht, ob ich ihn nochmal wähle, aber dennoch hoffen wir es. Du weißt, ich habe Wurzeln da. Ich war zwar nie dort, aber ich habe Wurzeln da. Dann zeig mal, wie du den Springer los wirst. Schach. Au, oh, das habe ich nicht kommen sehen. Warte mal. Ach, du gute Güte. Ah, ich blockiere mit der Königin. Ja, er schlägt die mit dem. Also Das sieht kannst ohne Probleme zurückschlagen, aber. nicht gut aus. Königin verlieren ist immer ärgerlich. Ich glaube, du hast mich zwar so langsam, aber noch gebe ich mich nicht geschlagen. Ich kipp dann den, mit dem er mich gekippt hat. Und als du seine Figur dann quasi in die Hand nimmst, den Läufer, kannst du mal dann eine Probe würfeln. Deine speziellen, Ah. deine Numina. Hm. Perception und Und Empathie. sieben. Nein! Hat das nicht geklappt? Nein. Umgekehrt Slash. Ah, der Slash in die andere Himmelsrichtung. In welche Himmelsrichtung? Ja, erst Slash R und dann. Ah. Jetzt sieht jeder, was ich würfle, aber das sieht man auch in 3D, ne? Ja. Ja, eins, zwei, drei, das vier, sieht gut fünf aus. Erfolge, zwei kritische. Bam! Ja. Hab ich den Läufer mal gekippt? Ja, für die Zuschauer, die das System vielleicht auch kennen, das stammt ja aus der V20. Und die V20 hat ja ein anderes Würfelsystem als die V5. Konvertieren das ein bisschen herum. Das heißt, die Erfolge bleiben immer konstant auf einer 6 plus. Ist 10 again? Nein, ne? Ich mache das jetzt einfach auch mal so, dass in der V5 ist es so, dass die Doppel-10 quasi verdoppelt. Also sind die beiden Zehner jetzt 4 Erfolge wert. 4, 5, 6, 7 Erfolge sind das. Also es ist eine Menge. Mehr geht nicht. Menge. Ja, was dieses Ding also gerade mit dir macht, du nimmst halt den Läufer von ihm in die eine Hand. Und auf einmal verändert sich für dich so der Blick. So, du wolltest eigentlich nur das Ding so beiseite stellen und irgendwie das Schachbrett verschwimmt so ein bisschen und es kommen so Wellen, so als ob dir ein bisschen schwummrig wird vor Augen. Vielleicht ist auch ein leichtes Schwindelgefühl gerade vorhanden. Okay. Die Geräusche werden so dumpf, die Autos, die auf der Straße vorbeifahren. Henry, der irgendwie sagt: Na, nein! Nicht mein Läufer! Und das kriegst du aber einfach nur so ganz dumpfer und es kommt so eine Schwere auf den Kopf. Okay. Und dann machst du kurz so wegen diesem Kopfschmerz die Augen zu, öffnest die Augen wieder und befindest dich quasi in einem anderen, in einer anderen Umgebung. Einzige, was gleich ist, ist der Läufer, den du noch immer in der Hand hältst. Ansonsten Okay. ist es ein kahler Raum eines verlassenen Gebäudes vielleicht. Zumindest sagen dir die Wände, dass hier schon länger keiner mehr renoviert hat. Die Tapeten hängen halb von der Wand gerissen herunter. Die Fenster sind mit dicken Brettern vernagelt und mit Folie überklebt. Und ansonsten ist der Raum halt ziemlich dreckig, altes Möbeljahr, was irgendwie halb zerschlagen ist oder halt irgendwie halb verfault vielleicht von irgendwelchem Getier angefressen, steht in der Ecke herum.
Und ein altes Bett, wo nur noch der Federkern zu sehen ist. So was sonst ein verrostetes Stahlgerüst hat, so ein bisschen wie diese Gefängnisfeldbetten, sind zu sehen. Und irgendwas riecht in diesem Raum eigenartig. Es riecht nach Blut. Blut. Sehe ich irgendwo, wo das herkommen könnte, weil es ist nur das Essen im Prinzip und das Bett und altes Mobiliar hinter oder drauf, ne? Essen ist ja hier gar nicht, es ist halt irgendwie Ja. alles noch heruntergekommen und es Ja. irgendwie, siehst doch keinen Blutfleck oder so. Okay. Seid einfach alles ein total verwahrloster Raum Okay. und mit dem Fenster, was vernagelt ist. Du siehst auch eine Tür, die so halb aus den Angeln gerissen ist und wo hinten so ein bisschen Licht herkommt, was so dein Blick irgendwie überhaupt erst in dieses dunkle Zimmer irgendwie freigibt, weil anscheinend ist da irgendwie ein Fernseher, der läuft und es ist dieses Flackern von Bildern, dieses flackernde Licht, was irgendwie euch durch diesen Türspalt kommt und immer wieder dieses Flackern, Okay. hell dunkel in verschiedenen weiß-grün-bläulichen Farbschattierungen, so ein leicht schummriges Licht in diesen Raum reinwirft. Und meistens so auf dieser Schachfigur in deiner Hand Ja. fokussiert bleibt. Ist auch Ton aus dem Raum oder nicht? Ton hörst du gerade irgendwie gar nicht. Vielleicht so ein leichtes Flirren, irgendwie so ein. Aber dadurch, dass das aus den Angeln gehoben ist, kann der beißende Geruch theoretisch auch daher Könnte kommen, daher aus der kommen, ja. Ecke. Ja, dann gehe ich mal vorsichtig in die Richtung der Tür Du und erhebst würde. dich und sofort irgendwie ist dieses Stein, diese Steinbank, auf der du gesessen hast, verschwindet unter deinem Gesäß. Ja. Und du bewegst dich so langsam nach vorne und es ist nicht so ein gewohntes Gehen, sondern Ja. es ist eher so, als würde diese Stachfigur dich ziehen. Ich halte die ganz fest, weil das ist so das eine, was vernünftig wirkt an diesem Das Raum. ist genau, das ist das Einzige, was irgendwie halb normal ist in dem Ja. Raum. Und im Nachbarraum, wenn du dann diese halb aus den Angeln gerissene Tür irgendwie siehst, irgendwie kannst du sie so mit der anderen Hand, vielleicht war eine Hand Schachfigur, andere Hand, Ja, genau. greifst die Tür, ziehst sie so ein bisschen mit leichter Kraft, weil du willst ja nicht irgendwie, dass sie dir auf den Kopf fällt. Nee, ich möchte auch vor allen Dingen nicht ewig viel Lärm machen, wenn es irgendwie vermeidbar ist. Also eher wegheben als Ja, wegschieben, ne? es gibt natürlich dadurch, dass sie halt nicht richtig in der Wand verankert ist, natürlich ein kleines knackendes Geräusch. Und auch die Scharniere sind halt verrostet und auch da gibt es dann halt irgendwie so ein Knirschen. Ja, dann nur so weit aufmachen, dass ich durchpasse, ohne größere Den Probleme. Kopf vielleicht durchstecken. Und wenn dieses hier vielleicht ein Schlafzimmer mal gewesen ist, aus dem du Ja. kamst, ist der nächste Raum ein Wohnzimmer. Ist tatsächlich ein Fernseher, aber noch so ein alter Röhrenfernseher. So, auf dem wirklich so ein Bild flackert, kein Jetzt verstehe richtiges. ich das Flirren vom Ton her. Okay. Ja. Genau, die alten Leute können Ja. sich noch erinnern, wie das war mit Röhrenfernsehen. Und ja, es ist ein kleiner, so ein Anrichtentisch und ein total fleckiges, altes, abgespecktes Sofa, wo man so Decken rübergeschmissen hat, die verdächtig nah an diese Decken aussehen, die du verteilst. Okay. Und es sitzt halt eine Gestalt auf diesem Sofa mit dem Kopf so nach hinten geknackt, irgendwie so in den Nacken gelegt und die Kehle weit aufgerissen. Ich gucke erst, also ich Und nehme da es wahr, kommt dieser gucke Geruch erst her. instinktiv weg Und und auf dem traue Tisch mich ist erst das langsam Schachbrett. hinzuschauen. Das Schachbrett. Okay. Ich gucke ja erst noch nicht wieder genau in die Details hin von dem Menschen. Männlich oder weiblich? Was hat sich bei Weiblich. mir eingebrannt? Kann man das erkennen? Weiblich. Okay. Könnte es auf Celine passen, ohne dass ich genauer hingucke? Okay. Ja, mir entgleitet ein Fluchwort, was mit F beginnt, was Texaner gut können. Genau. Verdammt.
Ich gehe einen Schritt näher hin. Verdammt. Genau, mit vier Buchstaben. Und mit F. Genau. Jetzt überleg, wie man das mit vier Buchstaben schreibt. Ich gehe langsam seitlich ein paar Schritte näher hin, ohne genau hinzugucken. Ich versuche so meine Hand, wo nicht der Läufer drin ist, ein bisschen schützend davor zu halten, dass ich nicht alles sehen muss. Ich versuche nur wahrzunehmen, ja, ist das Celine? Erkenne ich das? Also, so, wenn ich mir einen Teil freigebe vom Blickfeld. Also die Wahrnehmung verschwimmt so ein bisschen. Und es ist so, als mit jedem Flackern des Fernsehers irgendwie diese Realität, in der du dich gerade bewegst, etwas sich auflöst. Und du siehst so Teile mit, es flirrt einmal, dann ist dieser Raum da. Und dann beim nächsten Flirren siehst du wieder Henry, der vor dir irgendwie so macht. Okay. Ich halte so fest, dass meine Knöchel weiß werden, den Läufer in der Hand und gucke ihn genauso an. Ja, und Was? dann ist die Vision schon vorbei. Und du sitzt wieder, also du stehst mit dem Läufer so Ja, ganz richtig. krampfhaft in der Hand. Ey, was ist los, Mann? Zu viel Ja. Salat! Offensichtlich, Mann, ich muss den Salat lassen, das war zu viel. Ich stelle den Läufer ganz langsam neben das Schachbrett. Ah. Kann ich das Haus identifizieren, wo ich war? Die Räume? Nee, ne? Also war ich schon mal bei Celine irgendwie, wenn sie eine Wohnung oder eine Unterkunft hat, wo sie immer mal wieder schläft? Okay. Henry, ganz wichtige Frage. Hast du irgendeine Idee, bei wem Celine unterkommen kann? Ein richtig runtergekommenes, unmöbliertes Haus oder nur ganz schlecht möbliert mit kaputten Betten, mit einem Sofa, mit einem Röhrenfernseher, abgewrackte Wände. Hast du irgend sowas schon mal gesehen? Ja, mach mal eine Probe auf Perception und Empathie. Also es ist quasi dasselbe, als wenn du kannst, musst es dir übrigens eben für die Kraft ja auch eine Willpower abziehen, ne? Oh je! Ja, kostet dich Ja, Willensanstrengung. X ist gemacht. Ah, eins, zwei, Jetzt. drei, vier, fünf, fünf, wenn der doppelt zählt. Nee, nur Doppelzehn zählt doppelt. Also eine Zehn ist normal und Doppelzehn zählt Ah, doppelt. dann vier. Ja, aber mit 4 bist du immer noch überdurchschnittlich gut, was das angeht. Ich meine, ist das ja auch dein Ding, ne? Ja. Und dir kommt es so vor, als ob Henry dir gegenüber so ein bisschen so, also als du dieses Haus beschreibst, macht so, nee, das kenne ich nicht. Aber es ist so ein bisschen so, du hast diesen Schimmer von Erkennen in seinem Blick. Ich sitze ja im Moment irgendwie im Schneidersitz oder was auch immer. Ich lehne mich so ein Du bisschen auf das. standest ja auf, ne, mit dem. Ach stimmt, ich stand dann ja schon wieder in der Realität. Ich gehe runter auf ein Knie, lege ihm eine Hand auf die Schulter. Ja, in der Realität. Ich lege ihm meine linke Hand auf die Schulter und gucke ihn ganz ernst an. Henry, du musst es mir sagen. Es ist wichtig. Es ist irrsinnig wichtig. Ich weiß, dass du genau weißt, was ich meine. Nein, Mann, ich kenne dieses Haus nicht. Wenn ich dich auf den Beifahrersitz setze, kannst du mich dorthin navigieren. Es muss niemand anders Nein. mitkriegen. Bitte. Nein. Nein, nein. Steht jetzt auch auf, beginnt so die Schachfiguren einzusammeln. Nein, Mann, nein. Henry, es ist wichtig. Es geht um Salat und Tod. Das ist mir egal. Wünsche dir frohe Weihnachten und danke für den Kaffee. Und du hast jetzt mit den 4 Erfolgen, also nicht nur dieses Erkennen, sondern der hat Angst. Ja. Ich habe zwei Ideen, die mich jetzt dazu bewegen, dass ich auch meine Sachen zusammenpacke und mich jetzt frustriert, also ich mache auch Kofferraum zu und setze mich frustriert auf meinen Fahrersitz. Und ich hätte jetzt vor, dort zu warten, bis ich sehe, wohin er geht, in welche Richtung er geht von der Straße.
und würde dann meinen Motor anmachen, in die andere Richtung fahren und würde versuchen, ihn so unauffällig ich kann mit meiner Rumpelkiste, die super laut ist, ihm, ich sag mal so, immer eine Kreuzung in Schrittgeschwindigkeit zu, ja, versetzt zu verfolgen, also so, dass er mich nicht immer sieht, aber dass ich immer, wenn er eine Kreuzung gerade geht, dass ich dann gerade gucke, wo geht er als nächstes weg, links oder rechts. Ja, was kann man da mal würfeln, um zu gucken, ob du mit dieser alten, also Stealth auf jeden Fall. Ja, das ist schon mal katastrophal schlecht, aber gut. Ja, Ja, nee, Stealth habe hast du ich doch, sogar, habe hast du ich, habe doch, ich. hast du doch. Machen wir auch, dass ja auch eine Besonderheit in der V5 ist ja, dass man nicht unbedingt Attribute und Abilities mischen muss, sondern auch alles mögliche andere mischen kann. Das heißt, wir nehmen einfach mal Drive und Stealth. Oh, Also Drive hast du jetzt ja nun nichts. Ich ich habe frage einen mich überhaupt, Führerschein. wie du fahren kannst, Ich aber. habe einen Führerschein, ich bin Amerikaner, ich darf das. Ich habe mit 16 mal im Auto gesessen und jemand hat gesagt, fahr ruhig. Im Trecker oder So ungefähr. wahrscheinlich. Sagen wir so, da ich unglaublich hohe Skills habe, würde ich mich dazu entscheiden, nach spätestens zwei Kreuzungen auszusteigen und ihn zu Fuß zu fahren. Aber zwei Kreuzungen ziehe ich so durch. Okay. Ja, pop, 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 pop. Hey, ein Erfolg. Also mit den, ja, du kannst ihn natürlich verfolgen. Mit einem Erfolg wird er das aber relativ schnell mitbekommen, dass den Ja, jemand deswegen, wie gesagt, nach zwei versucht. Kreuzungen denke ich mir das und steige dann lieber aus und würde das Ganze zu Fuß ein bisschen versetzt Ja, versuchen. er dreht dann um und kommt dann in deine Richtung gewatschelt. Und dann seid ihr jetzt hier in so einer etwas abgelegenen, also du seid ja zwei Kreuzungen weiter. Da ist jetzt nicht mehr so viel los. Die Guck mal einzige. gerade die Straßenkreuzung reflexiv, ganz schnell. Heißt die irgendwie 10. und Main oder sowas, was weiß ich, ne? Ja, bin mir jetzt unsicher, genau wie die heißt, ob das irgendwie relevant ist. Ich hätte jetzt mal gesagt, das ist halt so ein etwas heruntergekommeneres Viertel, hatten wir ja gesagt, ne? Und vielleicht ist hier gerade an dieser Kreuzung irgendwie die Laterne ausgefallen. Und die einzige Beleuchtung, die irgendwie hier an der Ecke gibt, ist halt von so einem mit diesem kitschigen amerikanischen Weihnachtsdeko-Kram geschmückten Haus auf der anderen Straßenseite. Wahrscheinlich steht dann immer ho, 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 Genau. ho, ho, ho. Dementsprechend halt auch mal Ja. dieses Blinken auf dem Straßending. Und ja, in dem Sinne kommt er dir halt jetzt entgegen in diesem Schein von diesem rot-weißem Licht und wirkt ein bisschen wie der Weihnachtsmann mit seinem kantigen Gesicht. Schaut dich aber irgendwie total ernst an. Ja, ich versuche auch eher mein übermäßig freundliches, was ich ihm sonst immer gegenüberbringe, ein bisschen runterzuspielen und ihn ebenfalls ernst. Also ich versuche so ernst wie möglich zu gucken, was ich mir eigentlich die ganzen letzten Jahre versucht habe abzugewöhnen. Ja, der schaut dich dann irgendwie, kommt näher, so schaut dich dann ernst irgendwie an. Und man, Junge, woher kennst du das Haus? Dein Läufer. Als ich deinen Läufer in die Hand genommen habe, habe ich dein Schachbrett gesehen, wo es ist. Das ist dein Haus, richtig? Aber das Schachbrett war dort. In diesem Haus. Er ist kurz verwirrt. Warte mal. Kannst du mir sagen, wo es ist? Es ist wirklich ernst. Ich habe echt Sorgen um Celine. Ich habe Sorgen um dich, wenn du dahin willst. Ich kann auf mich aufpassen. Da geht keiner hin. Ich kann auf mich aufpassen. Es geht mir um Celine, nicht um mich. Sie ist da? Ich befürchte es. Weißt du, da ist dieser Kerl, der auch uns Essen herumfährt. So ähnlich wie Okay. du. Der wohnt Ja. da. Das hört sich zunächst einmal nicht ganz so kritisch an, wie es aussah. Der ist falsch, dieser Kerl. Er lässt uns da schlafen. In dieser Rumpelkammer. Okay. Ich befürchte, Celine ist dort. Als ich einmal morgens aufgewacht bin. Da ging es mir echt übel, Mann. Was hat er gemacht? Hat er dir Roofies gegeben oder sowas? Weiß es nicht. Ich
Keine Ahnung, ich habe mitgenommen, was es in diesem Ding gab und bin gelaufen. Das war wahrscheinlich Soll das der Arsch Richtige. doch auf sein Zeug verzichten? Ah, kannst du mir sagen, wo das ist, Mann? Ich will da echt nicht wieder hin. Aber wenn du meinst, Celine ist da, dann Ich müssen habe in wir. meinem Handschuhfach eine Pistole. Ich komme damit klar. Dann komme ich mit. Ist gut. Dann tapert er. Man merkte, dass ihm das schwerfällt. Ja, ich mache ihm die Beifahrertür auf. Fahrt dann irgendwie so ein paar Straßen weiter, irgendwie ein bisschen wirklich fast aus der Stadt raus. So, sie nicht so weit, weil ja, vielleicht 4, 5 Blocks. Und da wird es dann halt auch wirklich, also wenn das eben schon das heruntergekommene Viertel war, dann ist das jetzt hier. Es ist so ein bisschen verlassen. Irgendwie, es war früher mal irgendwie so ein Industriearbeiterviertel. Und als dann ein paar wichtige Industriezweige vom Hafen halt, weil es da ein paar Firmen pleite gegangen sind, haben die halt die Häuser einfach leer stehen lassen. Und dementsprechend sieht es dann hier aus, ne? Also es ist schon ein paar Jahrzehnte her. Und seitdem hat sich da auch nie wieder irgendwie darum gekümmert. Und das Viertel ist tatsächlich wohl schon bekannt dafür. Du warst hier auch schon ein paar Mal, dass hier auch Obdachlose hin und wieder mal in diesen Ruinen dann irgendwie unterkommen, wenn es schlechtes Wetter ist oder so. Ja, ein paar Leute leben hier auch noch, aber ganz vereinzelt nur. Und es ist halt so, die Vorgärten sind halt irgendwie total verwahrlost und ja, niemand kümmert sich auch um die Straßenreinigung und so. Man merkt das halt richtig. Und dein altes Auto muss halt über die Schlaglöcher drüber fahren und so. Aber perfekte Camouflage für das Auto. Perfekt, ja. Ja, Das heißt, weil ich sage in der auch, Tat stehen auch am Straßenrand so ein paar aufgebockte, okay. verlassene Karosserien, wo man Ja, nur ohne ohne Reifen, ne? Reifen, genau, ja. Ja, ich kommentiere das so ein bisschen, wenn wir in das Viertel fahren. Oh Mann, in dem Viertel war ich echt schon ein paar Tage nicht mehr. Wow. Ja, hier kann wirklich echt leider alles sein. Ja, und dann siehst du halt dieses eine Haus, was noch irgendwie Beleuchtung hat. Irgendwie, wo man sich ein bisschen Mühe gegeben hat, so ein bisschen grundlegend ein paar Sachen zur Seite zu räumen. Und dann zeigt er so durch die Scheibe da vorne. Okay, ich greife über ihn weg, mache das Handschuhfach auf, nehme die Pistole raus, guck nach, aha, nein, ist ein Revolver. Ich gucke nach, ob im Trommelrevolver Patronen drin sind, mache das wieder zu und würde aber den Hammer noch nicht zurückmachen. Also, vorsichtig. Ich weiß, wie man das benutzt, Mann. Weiß. Vertrau dir. Aber ich steig nicht aus. Ich bleib hier. Ist okay. Weißt du, ich habe dich noch nie Auto fahren sehen, aber ich gehe davon aus, du kannst Auto fahren, ja? Panzer gefahren, Mann. Ein Panzer bewegt sich mit Hebeln, nicht mit einem Lenkrad. Kannst du ein Auto fahren? Wenn ich im Panzer fahren kann, kann ich auch so ein scheiß Automatikauto fahren. Gut. Pass auf, hier ist so eine bescheuerte Uhr drin, ja? Die funktioniert zwar nicht mehr richtig, aber was Klopft da stimmt? so drauf. Was aber stimmt, auch wenn die immer 5 Uhr als Stundenzeiger zeigt, der Minutenzeiger funktioniert. Wenn der Minutenzeiger einmal rum ist, 60 Minuten und ich bin nicht wieder hier, fahr mit dem Wagen weg. Okay. Wohin? Keine Ahnung, sieh zu, dass du nicht mehr hier sein musst. Wenn irgendwas schief läuft, musst du ja nicht hier warten. Nicht irgendjemand Bescheid sagen, dass du hier bist oder so? Es wäre nicht schlecht, wenn du schon in der Suppenküche Bescheid sagst, aber sieh erstmal zu, dass du wegkommst. Du darfst die Polizei rufen. Hast du ein Telefon? Ob ich mir das leisten kann. Mach bei meinem hier den Bildschirm an. Notruf geht immer, du musst es nicht mal entsperren können. 911. Wenn es in Stunde keiner da ist, setz einen Notruf ab und fahr weg. Okay. Gut. Der Akku müsste noch voll genug sein. Hier bitte.
So steigt Cyrus aus seinem Auto und nähert sich diesem Haus. Von außen sieht man tatsächlich gar nicht, dass von innen diese Fenster vernagelt sind, weil die Läden einfach geschlossen sind. Die Pistole würde ich hinten im Gürtel halten. Also, dass man nicht sofort sieht von vorne, dass ich eine Pistole trage. Ja, und du, es ist inzwischen halt auch später. Also, es ist, wir haben ja eben schon gesagt, dass die Straßenbeleuchtung hat Relevanz. Das heißt, es ist auch schon dunkel. In der Tat ist hier draußen Straßenbeleuchtung dann eher nicht großartig vorhanden. Hast du eine Taschenlampe oder sowas? Vielleicht im Kofferraum. Könnte sein, ne? So notmäßig, wenn man mal nachts einen Reifen wechseln muss. Ich habe auch bestimmt irgendwo den mal hier liegen. Ach so, ein Ja-Nein-Würfel? Ich habe tatsächlich einen Gesichtswürfel. Würfel den mal kurz. Dinge mit Gesicht. Genau, hier. Ja. So, okay. Das ist ein Evil-Smiley. Was sagt denn jetzt ein Evil-Smiley? Ich habe eine Taschenlampe und die Batterie ist leer, ne? Du hast eine Taschenlampe, aber die Batterie ist sehr in den letzten Zügen. Aber sie macht noch Licht. Ja, also besser als gar kein Licht. Das reicht mir. Das Telefon könnte ich zwar auch nehmen, das Handy, aber das ist ja Blödsinn. Dann hat Henry keins mehr. Nee, das ist wichtiger, dass der eins hat. Ich nehme die Taschenlampe so, wie sie ist. Ja, warte, wir machen das. Ich schüttle die und schlage ein paar Mal auf den Akku, dann ist die perfekt. Warte, ich hab eine bessere Idee. Das ist so eine Schütteltaschenlampe. Ja, super. Wir waren ja alle schon mal campen, ne? Klacker, 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 klacker. Genau, ja. Die halt also nach 5 Minuten wieder ausgeht, dann musst du halt wieder. Ja, mache ich das, schön. Mache ich am Kofferraum die erste Ladung mehr oder weniger voll. Klacker, 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 klacker. Ja. Gut. Evil Smiley. Ja. Das hätte auch ein evil schlechtes Gesicht sein können. Dann hätte ich mich an die Taschenlampe geschnitten und wäre verblutet. Ne? Nein, sowas mache ich nicht. Also näherst dich mit dem Taschenlampenschein der Tür. Ja. Leuchtest vielleicht so kurz so die Fassade ab. Wie gesagt, eben, man sieht von außen halt nicht großartig das, also den Eindruck, den du aus deiner Vision hattest, dass es von innen alles verrammelt ist. Ja, und die Tür sieht noch relativ robust aus. Ich würde die Taschenlampe der linken Hand haben und die rechte Hand, wenn ich nicht gerade irgendwie an der Tür oder sowas bin, relativ nah an meiner Hüfte immer. Damit ich hinter meinen Rücken greifen kann und die Pistole ziehen könnte. Ich gehe zu der Tür. Ich würde die so vorsichtig wie möglich ranziehen und die Klinke versuchen runterzudrücken oder Knauf drehen, je nachdem. Also, dass ich versuche, sie ohne Lärm zu öffnen, wenn es denn geht. Die Tür ist verschlossen. Okay. Ist ein Fenster offen durch Zufall? Oder auch? Die Läden sind alle zu. Die Läden sind zu. Die sind innen, die Läden. Das sind so außen so wie aus so Klappläden. Kannst du halt öffnen, wenn du rumgehst, kannst du halt versuchen zu öffnen. Die lassen sich auch relativ einfach öffnen, aber die sind halt von innen verrammelt. Ja. Genau, ja, ich vermute, Vision, dass sie von innen. Ach, sind sie dann auch tatsächlich? Ja, bei einem würde ich das machen. Sieht man halt von außen nicht, weil die Läden geschlossen sind. Nur wenn du den Laden halt wieder von außen aufmachst, dann siehst du es halt relativ verrammelt. Ein Freund von mir, der auch auf der katholischen Schule war, hat immer gesagt, das Leichtere in US-Häusern, so wie die gebaut sind, ist meistens die Wand eintreten, nicht die Tür. Die Tür ist das Massivste an dem Bau. Das fällt mir jetzt gerade so im Charakter ein und ich überlege, wie viel wert es mir wäre, gegen die Wand zu treten. Ich habe jetzt nichts und auch nicht den notwendigen Talente dafür. Schlösser. Also der Stärkste ist Cyrus jetzt nicht hier. Nein, und ich habe auch nicht die Möglichkeit, dass ich. Ich gucke gerade. Lockpicking gab es gar nicht, ne? Deswegen habe ich es nicht. Es gibt Lockpicking, das nennt Mensch. Das läuft dann über Skill, aber einer, der nicht genannt ist, ne? Also so ein eigengeschriebener, die leere Larceny Zeile. Larceny müsste das sein. Larceny, ja, richtig. Oder Crafts, je nachdem, wie du das machst. Ja. Nee, habe ich beides nicht. Ich könnte ausschließlich über Stealth und das bringt nichts. Also,
gibt es folgende Möglichkeiten. Ich kann klopfen oder die Tür aufschießen. Da Gefahr im Verzug ist und das hier ein Assi-Viertel ist, so wo ich mich wohlgefühlt habe bis vor wenigen Jahren noch, denke ich mir, ich habe genug Schusswaffen gehört und nie kam ein Notrufsignal. Das hier ist immer im Corpus Christi Rock City. Ja. Also gehe ich schön halb seitlich, spanne den Hahn und schieße einmal schön gegen das Schloss, dass das aufspringt, beziehungsweise gegen das Scharnier, das ist besser. Okay. Ja, So in einem. gibt halt den üblichen Trommelrevolver Ja. Schussknall und dann splittert das Holz an dem Schloss halt weg. Und du hast das Schloss zerschossen. Ja, ich spanne den Hahn gleich wieder, weil jetzt kann ich auch total auf Auf Carry Rambo State gehen. Ne? Ja. machen, Ich schulter die Tür auf und rufe ein: Celine! Celine, bist du hier? Celine! Ich gehe zielsicher in den Raum mit dem Fernseher, wenn ich nichts sehe, ja. was Du mich daran hindert. bist erstmal in einem dunklen Flur, wo es halt eine Treppe nach Ja. oben gibt, geht und zwei Türen Ja. rechts nach links ab. Zwei Türen rechts und links. Ich hatte keinen Indiz dazu, ob der Raum oben oder unten war, ne? Weil die Fenster zu waren. Dann gucke ich erst unten beide Räume ganz schnell weg. Erst den links von mir aus. Ja. Tatsächlich ist der linke Raum sofort auch der Raum, quasi dieser Wohnzimmerraum, den du erkennen kannst. Du kommst halt quasi von der anderen Seite jetzt rein, als wenn du vorher warst. Da ist auch diese Tür, die immer noch aus den Angeln halt halb ist, Ja. die du wiedererkennst. Der Fernseher steht noch da, das Sofa steht noch da, allerdings keine Leiche auf dem. Keine Celine auf dem und kein Schachbrett auf dem kleinen Tisch. Okay, der Fernseher ist trotzdem an. Der Fernseher ist aus. Der Fernseher ist aus. Okay, mein Adrenalinpegel ist relativ hoch im Moment, weil ich das erste Mal außerhalb einer Shooting Range geschossen habe, glaube ich, in meinem Leben. Bisher habe ich immer nur wie so ein Halbstarker die Waffe gehalten. Ja, genau. Ja, mit dem Revolver sieht das doof aus, aber trotzdem. Ich würde unter dem Pochen meines Herzens versuchen, mich darauf zu konzentrieren, ob ich Geräusche in der Wohnung höre. Jetzt, wo ich in dem Raum einmal mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehe. Vor allen Dingen Treppe oder aus dem anderen Raum, den ich noch nicht gesehen habe. Erdgeschoss. Ja. Da warte ich ungefähr so, ich sag mal, 5 bis 10 Sekunden würde ich da jetzt erstmal warten. Mach mal Wits und Alertness. Das ist blub, blub. Eins, eins. Schade. Eins immerhin. Immerhin ein Erfolg. Viel Geräusche gibt es hier nicht irgendwie. Du hast halt den laufenden Motor von draußen. Anscheinend hat Henry die Heizung halt auch noch angelassen oder so. Ja, gut, ich bin eh lauter, also ist das egal. Und du konzentrierst dich, das auszublenden. Du hörst dann vielleicht so ein bisschen den Wind, weil es war ja windig, irgendwie wieder so durch die Bohlen vom Dach irgendwie durch, also so ein leichtes Ziehen und versuchst aus das auszublenden, du bist dann ganz auf deine Akustik fixiert und dann hörst du ein Poltern, ganz leise, Oben oder neben mir? aus dem Nachbarraum. Ich gehe intuitiv in die Hocke, weil ich mir denke, jeder schießt erstmal auf Kopf. Und gehe an die Türschwelle wieder zum Hauptflur und schaue da vorsichtig mit so einem Kopf erstmal um die Ecke, halt wie gesagt, Kopf etwa auf Brustkorbhöhe. Also zum Hauptflur schaust du um die Ecke, nichts zu sehen. Ist ja auch Okay. dunkel, du müsstest halt eine Taschenlampe. Ja, ich versuche ja Schemen. Meine Augen orientieren sich so ein bisschen ja daran, dass ich Schemen hoffentlich erkenne, wenn was huschen würde. Ist das so oder ist es echt so dunkel, dass ich gar nichts mehr huschen sehen würde? Ja, du würdest es vermutlich, aber mit einem Erfolg jetzt hier ist es für dich schon sehr schwierig, irgendwie Aha. hier sich zu orientieren mit dem. Habe ich Möbel wahrgenommen in dem Raum, hinter den ich mich unmittelbar verstecken könnte, in der Hocke? Es war halt das Sofa da Ja. und dieser kleine Anrichte, wo der Fernseher drauf Nee, stand nee, und nee, dann im der Hauptraum, Tisch. wenn ich in den Hauptraum zurück möchte. Ach, im Flur. Ja.
Im Flur Ja, Flur war weiß ich, okay. im Flur war ja so ein Regal, was leer war an der Wand. Kann ich mich dahinter verstecken und habe dann vor mir den Raum, aus dem das Geräusch vielleicht kam? Oder komme ich da nicht hinter, weil das an der Also Wand der Raum, steht? aus dem das Geräusch war, kam, ist quasi der Raum, in dem du in deiner Vision aufgewacht bist. Ah, okay. Also komme ich auch durch den Fernsehraum da raus, wenn ich diese eine Tür wegtreten Genau. würde. Ah. Dann gehe ich von dem, wo ich jetzt bin, weg und gehe zu der Tür, die ja so halb in Angeln ist. Da kann man ja ein bisschen durchschauen. Das Fernseherlicht gibt ja, da ich das ja auch wahrgenommen habe aus dem anderen Raum, so einen gewissen Restlicht für einen ganz kleinen Teil des Raumes. Da würde ich mal gucken, ob ich dadurch Schemen erkenne, wenn ich vorsichtig durchlinse. Mach doch noch mal so ein Wits Awareness, Alertness 20. Ja. Da gab es doch so eine Taste für Würfel dasselbe nochmal. nach oben. Ist ja auch egal, jetzt habe ich es. Kannst ja So, auch Makros eins. schreiben, wenn du Ja, ich magst. weiß. Oh, ich habe zweimal gewürfelt, der erste zählt aber. Aber auch wieder nur einer, ne? Na, der obere war zwei Erfolge. Nee, einer. Ein Erfolg an einen. Nein, warte mal. Nee, ich habe nur einmal gewürfelt, Also ne? wer Der hat zweimal gezeigt bei mir. Der ist ein hier liegt, Erfolg. ist ein Erfolg, ja. Genau, und ein Patzer, falls es irgendeinen Unterschied macht. Gut, dann ja, ist es, wie gesagt, sehr, sehr schwierig, sich im Dunkeln und mit diesem, vielleicht fängt es auch jetzt gerade dieser Moment, wo die Taschenlampe das erste Mal wieder anfängt zu flackern, wo man die neu aufladen müsste. Ja, die macht nur einen irrsinnigen Lärm. Ja, eben. Und dann so also weil du gerade so versuchst, so um die Tür herumzuleuchten, so diese kleinen Lichtreflexe zu fabrizieren, die deine Orientierung dann zack, erstirbt quasi das Licht, gerade in diesem Augenblick. Und Okay, hast ja. aber einen kleinen Schemen wahrnehmen können, der da ist irgendwas in dem Raum. Aber jetzt stehst du im Dunkeln. Ich stelle mich mit dem Rücken an die Wand und der rechten Körperhälfte zu der kaputten Tür hin. Du lauschst. Schüttel meine bescheuerte Lampe. Celine? Celine, bist du das? Ich habe ja eh schon gerufen, denke ich mir. Was soll's? Naja, genau. Ja. Ja, du hörst kein Laut. Also wenn das da eine Person ist im Nachbarraum, dann muss die atmen. Also du hörst keine Atemgeräusche. Okay. Aber irgendwas war da. Ich weiß ja aus meiner Vision in etwa, wie schwer die Tür ist, ne? Ja, die war nicht sonderlich schwer. Ja, also Vor die allen Dingen könnte ist ich mit der die hängt ja auch Schulter. nur halb in den im Ding. Das heißt, man kann die ziemlich sicher, wenn du da jetzt mit Wucht gegentrittst oder so, dann es wird wahrscheinlich das andere Scharnier auch noch knicken. Ja. Dann mache ich das noch ungefähr ein paar Sekunden, bis meine Lampe wieder einmal volle Kraft hat für ein paar Sekunden. Würde mich vor die Tür drehen und die dann, ja, eintreten ist schon das Vernünftigste. Und dann in den Raum seitlich ein bisschen reinhüpfen, dass die Tür mir nicht wieder zurückschwingt oder sowas vor den Kopf. Den Hahn währenddessen spannen und Hahn und Latüchte beides frontal vor mich halten, dass ich im Zweifelsfall auch jemanden blende und das Ziel perfekt sehen kann. Falls es ein Ziel ist. Falls es Celine ist, lasse ich meine Waffe sofort fallen. Du trittst die Tür ein, es gibt ein großes Rumpeln und Krachen, als das letzte kleine Scharnier, an dem diese Tür noch festhängt, aus der Wand rausgerissen wird, die Tür mit einem Pochen nach hinten überfällt. Du in den Raum reinspringst mit der Taschenlampe unter dem Colt, irgendwie Ja. in die Richtung, ne? Ich habe Und genug FBI-Filme gesehen, um zu wissen, wie cool genau. das aussehen muss. Ja. Denke ich mir jetzt auch. Genau. Und tatsächlich siehst du in einem ziemlich verlottert aussehendes, diese Strähnen hängen ins Gesicht, sodass man das Gesicht kaum noch erkennen kann. Ja, die langen Haare einer Frau sichtbar. Die Klamotten sind eindeutig die, die du aus deiner Vision von Celine kennst. Das heißt, das wird Celine sein, Die vermutlich. steht da halt so ein bisschen so. Okay. Ja, den Celine. Kopf so in die Seite gelegt. Man kann den Hals nicht sehen, weil die Haare halt so strähnig Okay. sowieso darüber hängen.
So ein bisschen wie das Mädchen aus The Grudge, wenn du den Film gesehen hast. Ja, und ich wollte jetzt gerade die Waffe ein bisschen hängen lassen. Jetzt überlege ich mir, nein. Ja. Ich lasse die Waffe hängen auf Halbachtstellung so ungefähr. Also Halbachtstellung, dieses Und Dreiviertel das Licht unten. halt auch nach unten, ne? Na, das Licht schon so, dass ich ihren Oberkörper die ganze Zeit sehe. Ich will sie nur nicht blenden. Also das schon. Celine, was ist passiert, Mann? Henry und Sie ich sind hier zu. schwankt so ein bisschen, aber gibt dir keine Antwort. Henry und ich machen uns voll Sorgen um dich. Was ist los? Können wir dir irgendwie helfen? Wir haben Decken dabei. Wir haben sogar Salat. Salat! Keine Antwort. Sie macht aber so einen leichten schlurfenden Schritt auf dich zu. Auf mich zu. Okay, ich leuchte mal ganz kurz links und rechts neben sie. Ist noch irgendjemand oder irgendetwas in diesem Raum? Ihr Hund oder sowas? Ist leer. Okay. Celine, Genau rede mit wie mir. man hört jetzt so ein, also wenn jemand ein gegen einen Widerstand atmet, so als hätte man irgendwie Asthma. so Asthma, genau, irgendwie so ein Keuchen. Und als ob man das Keuchen von ihr so, als ob sie lange nicht geatmet hätte. Und so ein leichtes Pfeifen. Alles gut, Celine. Ich bin hier. Henry ist auch da. Wir haben das Auto hier. Willst du ins Krankenhaus? Ist dir was passiert? Ich habe Salat im Auto. Echt guten Salat. Der ist noch nicht alt. Sie hebt so ein bisschen so den einen Arm nach vorne und du siehst jetzt so einen Teil ihrer Hand und du siehst halt, dass die Hand von ihr so eine lange Klaue gebildet hat. So mit, also die Fingernägel sind kaum noch als das zu erkennen, was sie halt als menschliche Hand wäre, sondern sie hat eher so die Ähnlichkeit mit einer Tierklaue, mit Tiernägeln, die halt auch so direkt aus den Fingerspitzen herauswachsen. Und auch so dicke Pustelgeschwüre auf den Ecken des auf den Gelenken zu sitzen scheinen. Und es ist irgendwie so leicht, in dem Licht deiner Taschenlampe sieht es so ein bisschen irgendwie bleich und fast schon bläulich aus, die Haut. Die ein bisschen Okay. ja, so strähnig und ja, so als ob die so in Teilen abblättert. Okay. Ich gehe einen halben Schritt zurück, also wirklich nur mit einem Bein. Celine, du machst mir ein bisschen Angst. Guck mich an. Schau mich an. Hat der Mann dir was angetan? Ich leuchte ihr ins Gesicht. Ja, ruckt dann so den Kopf hoch, ist halt diese Strähnen hängen halt im Gesicht. Und wenn du jetzt mit der Taschenlampe irgendwie die paar Stellen der Haut, die durchleuchten, sind halt auch so total fahl, bläulich fast schon. Und auch mit so strähnigen, dunklen Adern durchzogen. Ich gehe weiter zurück. So schnell wie sie vorgeht, gehe ich jetzt zurück mit ihr, bis ich mit meinem Rücken an die Wand komme. Celine, hat er dir was angetan? Sag mir, was er gemacht hat. Sag mir, wo er ist. Was möchtest du? Ich habe auch bestimmt einen Burger da, wenn du möchtest. Ein Kaffee? Salat? Ich quassel mich in Rage, weil ich das als Maske immer aufgesetzt gelernt habe in den letzten Jahren. Ja, und dann erkennst du, dass sie sich vers also dass die Hand so an die Wand schießt, so quasi in so einer ganz ruckartigen, schnellen Bewegung so gegen die Wand pocht. Der Kopf in die andere Richtung sich Okay. dreht und das hättest du dieser Person gar nicht zugetraut, weil sie halt so immer so eine leichte, kleine Frau war. Aber sie scheint mit einer Wucht und einer Kraft in diese Wand reinzugreifen und greift halt wirklich in die Wand rein. Es wird so und die Klauen verschwinden in der Wand. Sie scheint sich so in der Wand festzukrallen. Was ist das? Hunger! Moment, Moment. Ich gehe wieder in den Nebenraum. Ich würde versuchen, eins der. Ach, scheiße, das bringt auch nichts. Ich gehe in den Nebenraum. Gehst langsam in den Nebenraum und hörst dann hinter dir, wie sie die Hand wieder aus der Wand herauszieht.
Ist halt jetzt dieses kleine Loch in der Wand. Ich gehe rückwärts und die Waffe so immer auf ungefähr Hüfthöhe bei ihr zielen, also nie ins Gesicht oder Also sowas. bewegt sich jetzt auch schneller auf dich zu. Okay. Celine, Celine, lass uns in Ruhe sein, lass uns hier ganz ruhig sein. Ich will hier nicht irgendwas machen, was ich hinterher nicht gut Beschleunigt finde. ihren Gang. Celine, ich schieße einmal in die Luft. Eine Reaktion. Spanne sofort wieder Celine, ich ziele auf ihren Brustkorb. Was ist Celine. das, eine 8-Schuss-Revolver oder 6-Schuss? Ich glaube sogar nur sechs, jetzt noch vier, genau. Noch 4, ja. Ja. Ja, sie Celine, macht ich noch gehe einen Schritt wieder. nach vorne, es ist jetzt so wie so eine Armlänge von dir entfernt. Ja, ich gehe bis mit dem Rücken an die Wand wieder. Verfolgt dich. Celine, wenn du näher kommst, muss ich auf dich schießen. Ich will nicht auf dich schießen. Weiterer Schritt nach vorne. Ich schieße aufs Knie. Yeah. Kannst ja mal machen, hier. Würfeln ja, ist ein Würfelsystem. Kannst du aber versuchen. Ich denke, das wirst du hinkriegen. Mal Wer schauen, mal, weiß, wie wer gut du weiß, triffst. wer weiß. Ist das Dexterity, ne? Dexterity und Firearms. Das sollte dir Guck mit mal. 6 Würfeln gelingen, denke So ich. einfach kann ich doch nach oben die Taste drücken. Eins, zwei, drei, vier, Ah, guck fünf. mal. Bam. Reception Guck mal kannst du nicht, her, aber ne? schießen Amerikaner. Und nix, eine Ahnung, aber feuern. Ja, der Schuss löst sich. Knie ist fies, weil Ich, das im Zweifelsfall nie wieder heilt. ja, Ja. ich verzichte mal jetzt auf großartig Schadenswürfel, sondern beschreib einfach mal, dass das Knie zersplittert. Also du siehst halt unter der dicken Hose, die sie trägt, dass der Einschuss ist deutlich sichtbar und die knickt halt mit dem einen Knie halt auch so zur Seite. Scheiße, Scheiße, was habe ich getan, Mann? Ich spann den Hahn. Scheiße, Mann. Celine, bleib bitte Die liegen. Bleib bitte ruckt halt liegen. von der Waffe getroffen halt, sodass eine Bein ein bisschen zurück, fängt sich mit dem anderen auf und wuchtet dann in deine Richtung. Also springt quasi mit dem anderen Fuß ab und springt dich an. Ja, reflexiv würde ich wahrscheinlich dann nochmal abdrücken und wahrscheinlich irgendwo in ihren Oberkörper, wenn sie so nah ist, ne, wie ich denke. Ruckt halt noch im Sprung halt nochmal so ein bisschen zur Seite. Und da du ja bis zur Wand an die zurückgewichen bist, spürst du dann den Aufprall, dass diese und das durch den Sprung und den Aufprall wischt sich jetzt das erste Mal so die Strähnen halt aus dem Gesicht. Du erkennst ganz grob noch das Gesicht von Celine wieder, aber das ist nicht das. Sie hat ein großes Maul, in dem Ja. eine Reihe spitzer Zähne irgendwie ausgeprägt sind. Und überall Pusteln auf dem Gesicht und also so strähnige Adern, die hervortreten und puckern teilweise. Was zur Hölle hat er dir gegeben? Und rote, durchdringende Augen, die dich mit einem hungrigen Blick irgendwie an. Und die schnappt halt mit diesem scharfen Zähnegebiss so in eine Richtung. Ich versuche sie mit dem linken Arm am Oberkörper wegzudrücken. Es tut mir so leid, was er dir angetan hat. Das hätte nicht passieren dürfen. Es tut mir leid. Was ist das? Was ist das? Komm zu Sinn, Celine. Ja, Schnappt wahrscheinlich nonstop, ne? ja, genau, schnapp non-stop und du kannst mal Strength und Brawl machen. Oh, ein Würfel, yay. Muss ich wirklich würfeln? Brauchst Ach nicht, du kannst auch sagen, nö, aufgeben, also. ach nö. Ja, gib auf. Ich gebe auf. Längste Zeit Hunter gewesen. Ja. Im Bäh. Prelude schon gestorben, das musst du ja einmal mitmachen. Sehr gut. Ja, es lief ja fast gut. Ich würde irgendwann wahrscheinlich reflexiv, wenn ich merke, sie kommt mir viel zu nah, natürlich ihr in den Hals schießen. Das wäre so das Nächstliegende, weil wenn mein Arm hier ist und mich verteidigt, ist meine Waffe irgendwo über oder unter dem Arm. Und da die Gefahr von über dem Arm kommt, würde ich über den Arm schießen. Ja, vielleicht auch so aus Angst direkt die letzten Kugeln irgendwie. Und Naja, also ja, sie 30 noch, schlagen halt genau. in den Hals ein, hinterlassen große Wunden. Allein durch die Wucht, die so eine Feuerwaffe halt dann auch fabriziert, knickt sie so ein bisschen mit dem Hals irgendwie zur Seite und lässt dich halt los und kippt dann zur Seite weg. Ich entlade noch ein paar Mal klick, 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 immer weiter. Gucke, regt sie sich noch?
Keine Regung sichtbar. Okay, ich greife mir. Kann ich ein Stück von der Tür raus? Ach, warte mal, die Tür ist zersplittert, hast du gesagt, an manchen Stellen, ne? Gibt es irgendwie ein größeres Stück, was ich als irgendwie Schlagding nehmen kann? So Länge von einem Kurzmesser oder sowas in der Richtung? Holz? Mach doch mal ein Also, ich suche mich jetzt ganz reflexive Witzcraft Dinge, ne? Wurf. Witzcraft. Craft hast du nichts, aber Witz hast du zumindest. Ja, immerhin, ne? Ja, Kannst zwei. du aus dieser zersplitterten Tür tatsächlich so ein großes Stück rausbrechen? Dann würde ich mich ganz schnell und hektisch mit der Lampe das Ableuchten sehen, dass es da was gibt, mich dahin hechten und so ein Stück rausbrechen. Die Waffe würde ich, keine Ahnung, die brauche ich ja jetzt nicht mehr, die ist ja leer. Die würde ich in Hosentasche tun, ist mir scheißegal. Und in die rechte Hand dann das Ding nehmen und mit meiner blöden Lampe hier wie bescheuert klackern und gucken, ob alles okay ist und das Ding so halten wie ein Messer, sowas. Keine Ahnung. Also liegt auf dem Boden, bewegt sich nicht. Okay. Ich würde einen Schritt näher gehen. Verdammt, verdammt, was ist passiert? Was ist hier passiert? Was ist passiert, Mann? Celine, Celine, du ich. hast Celine erschossen. Celine, Celine, was ist passiert, Mann? Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Celine. Celine. Es kommt Blut aus ihrem Hals. Also sie hat Blut im Körper, ne? Okay. Verdammt. Wahrscheinlich habe ich auch so ein bisschen Restblut an meinem Gesicht und an meiner Hand, ne? Vom Weil, Spritzen wahrscheinlich. ja, ich versuche das so ein bisschen zumindest nach unten alles wegzumachen. Schwer durchatmen. Ein bisschen rückwärts gehen. Was ist hier passiert, Mann? Ist da eine Decke auf dem Sofa noch? Naja, die sind da ja so als alte Sofa vertüncht Decken. Ich gehe zu einer der Decken, würde die ganze Zeit mit der Lampe immer wieder, viel, viel, viel zu oft würde ich das nachklackern, damit das bloß nicht ausgeht. Würde trotz dessen, dass ich das Holzstück und das die Lampe noch halte, würde ich eine der Decken nehmen und versuchen, über Celines Körper zu legen, sodass auch ihr Gesicht bedeckt ist. Celine, ich weiß, es ist im Grunde nichts wert, aber wer auch immer das getan hat, ich werde versuchen, ihn dafür zu bestrafen. Ich wollte nicht, dass es jemals dazu kommt, dass ich jemals eine Waffe auf einen Menschen abdrücke. Ich will auch nur Menschen helfen. Ja, ich drehe mich um, gehe raus, würde mich gedanklich darauf vorbereiten, dass ich gleich den Notarzt rufe. Hahaha, der bringt nichts mehr. Ja, kurz bevor du Die Polizei rufe, ja. kurz bevor du wieder an der Haustür bist, also als quasi in dem Moment, in dem du in den Flur trittst, hörst du so ein Rumpeln hinter dir aus dem. Ich klacker wieder mit meinem Klackerlicht und drehe mich mit dem Licht zuerst um und dann mit dem Oberkörper. Drehst dich so rum und die Decke ist weg und die Celine auch. Fuck, ich renn raus. Stehst halt jetzt draußen. sitzt Henry am Steuer? Ja. Ich springe in Richtung Auto, reiß die Beifahrertür auf, mach die Beifahrertür zu, den Knopf runter, wie die Menschen früher. Henry, fahr schnell los, egal wohin, fahr schnell los. Ja, drückt aufs Gas. Nachdem ich so ein bisschen hektisch und schnellatmig und japsend in dem Raum und wieder weiße Knöchel, weil ich dieses Stück Holz so eng halte und die Lampe so halte, neben ihm sitze. Henry, was
Weißt du über den Mann, der euch Essen gegeben hat? Mann. Es war unheimlich. Was hast du gesehen? Jetzt sie liegen gut. Nein, nein, nein. Ich glaube, wir wollen Celine beide nie wiedersehen. Die ist nicht mehr Celine. Was auch immer sie war, das war nicht mehr Celine. Das ist kein Mensch mehr. Was ist passiert? Bei Gott, ich habe 6 Kugeln in sie entladen. Ich weiß, außerspielerisch, ich habe nicht 6 Kugeln. Ich habe 6 Kugeln in sie entladen und sie ist weggegangen. Was heißt weggegangen? Sie ist weg. Sie ist weg. Sie war Sorry. tot, hat nicht mehr geatmet. Ich habe ihr in den Hals geschossen als Notwehr, wollte den Notarzt rufen, mich stellen der Polizei und sagen, ich habe einen Menschen umgebracht, der mir viel bedeutet. Und sie ist weg. Sie atmet nicht, aber sie ist nicht tot. Sag dir doch, dieses Haus ist verflucht. Wir müssen irgendwie Bescheid geben, dass dieser Mann, der euch da ausnutzt, dass der gestellt wird, dass der das Celine angetan hat, wahrscheinlich. Was sind das für Drogen, die der ihr gegeben hat? Ist nicht, Mann. Ist es nicht. Ich weiß nur, dass ich mich von diesem Haus fernhalte. Ich hab dir gesagt, du sollst nicht da reingehen. Du hattest recht, dass du nicht reingehst, aber ich kann damit nicht aufhören, nach dem, was ich gesehen habe. Bis zu machen. Ich weiß es noch nicht, aber ich muss das beenden, was da geschehen ist. Celine kann das nicht sein. Das ist unmöglich, Celine, und die kann nicht auf Menschen losgelassen werden, so wie sie ist. Und dieser Typ, der ihr das angetan hat, der muss auch eingesperrt werden oder was auch immer. Nicht, es ist. Hast du irgendeinen Hinweis, irgendeinen Punkt? Sorry, Mann. Ach du Scheiße. Celine schläft normalerweise da, wo du bist, ne? Sie hat gesagt, sie hat Hunger. Was heißt das? Heißt, dass ich jetzt ganz entspannt meine Pistole nachlade. Ich mache meinen Handschuhfach auf. Und ich dich bitten würde, ob du vielleicht die 2 Blocks wieder zurückfahren könntest in die grobe Richtung von der Brücke. Ich habe eine Sorge. Bitte? Was? Wo soll ich hinfahren? Kannst du mich bei der Brücke rauslassen? Du kannst danach weiterfahren mit dem Auto. Ist gar kein Problem. Nur fahr mich bitte wieder zur Brücke. Ey Mann, ich lass dich nicht alleine. Gerade wenn hier irgend so eine abgefahrene Alien-Scheiße läuft. Aber ich glaube, da war echt was in dem Salat. Ich sag's dir, ich sag's dir. Wie passt das zu dem, was ich gelernt habe? Wie passt das zu dem, was ich machen möchte? Sowas kann nicht zugelassen werden. Es gibt keine Monster. Ich habe auch noch, also ich habe schon vieles gesehen. Ich glaube, wir Menschen sind die Monster. Das dachte ich auch, aber das war ein echtes Monster. Mit Zähnen und Adern und allem. Wie in den schlechten Kinderbüchern. Weil es mich innerlich beruhigt, klackere ich weiter mit meiner Lampe. Kannst du mal damit aufhören, das nervt. Was denn, was denn, was denn? Das Klackern. Ich weiß nicht, was du meinst, Mann. Vorne ist die Brücke. Okay. Fahr langsamer, fahr langsamer. Siehst du irgendjemanden? Ist irgendjemand von unseren Leuten da? Ich meine, nein, aber die müssten um die Zeit in den Essensausgaben sein noch. Spät ist es ja noch gar nicht. Geht Celine auch hin um die Zeit? Ist Celine ab und zu bei der Essensausgabe? Ich habe sie lange nicht dort gesehen. Auch nicht. Sie wird vermutlich an der Brücke sein, fertig. Das ist schneller. Das sind nur 2 Blocks. Die Essensausgabe ist weiter weg. Was machen wir denn jetzt? Was ist, wenn sie da ist? Ja, wir können schlecht an 2 Orten gleichzeitig sein. Aber wenn sie dort ist.
Wann kommen die normalerweise hier hin? Weiß ich das? Wie lange? Also Stunde, 2 Stunden, anderthalb, 10 Minuten? Also da man die, wenn die sich zu früh da irgendwo niederlassen, wegscheucht, versuchen die halt immer kurz bevor die dann schlafen gehen, halt erst da zu sein. Das heißt, vielleicht steht da auch das ein oder andere Zelt auch rum. Ja, das heißt, da sind im Zweifelsfall ein paar Leute doch. Ja. Oder zumindest, Ja. Na, ja, lass uns mal, wenn du aussteigst, lass da mich hingehst, schauen, ja. wenn wirst du da ein paar Leute sehen. Auch, du hast da einen Hundegebell halt auch. Hundegebell ist gut, Hunde reagieren bestimmt auch auf Monster instinktiv, denke ich mir. Ich würde dann mal sagen, fahr mal hier rechts ran. Ich schau mal erst hier. Soweit kann sie nicht gekommen sein, sie war immerhin verwundet. Hier da vorne ist Pablo. Oh, ja, du hast recht. Den habe ich auch ewig nicht gesehen. Guter Mann. Du kannst dich mal zu Pablo stellen. Ich suche ein bisschen hier rum. Du kannst Pablo sagen, er darf sich gerne ins Auto setzen, während ihr wartet. Ich glaube, ich sage ihm lieber, er soll verschwinden, wenn die Celine hier irgendwie rumhackt und. Weißt du was? Das ist sogar noch viel besser. Man merkt, dass du im Militär warst und nicht ich. Pass auf dich auf, Das. Mann. Ach, danke, danke. Du auf dich. Wenn irgendwas ist. Drück aufs Eisen, fahr weg, ruf die Polizei. Weißt du was? Ruf am besten jetzt schon mal die Polizei, das schadet nicht. Cyrus steigt aus, nimmt die Waffe und die Taschenlampe. Und das Stück Holz ist jetzt in der Hosentasche. Das Brett. Ja, so ein Stück Tür ist jetzt in der Hosentasche. Und Henry läuft zu Pablo rüber. Ja, ich würde in Richtung von dem Zelt gehen, wo ich einen Hund höre, sehe. Und versuchen wahrzunehmen, ob der Hund in irgendeine Richtung anschlägt schon oder Wenn reagiert der auf bellt dich irgendwas. an. Das ist gut, das darf er. Wenn du näher kommst, wird. Ja, ich bleibe auf respektvollem Abstand vor seinem Revier. Hi, irgendjemand hier? Ich bin Cyrus. Geht die Zeltplane auf. Und es tritt irgendwie ein älterer Mann irgendwie aus dem Zelt raus. Ganz ruhig, Timmy. Ganz ruhig. Ja, Timmy, ja, guter Timmy, wer ist ein guter Timmy? Du bist ein guter Timmy. Weiß ich, wie der Typ heißt? Willy ist es. Willy, pass auf, ich habe gerade ein echtes Problem. Und zwar mache ich mir Sorgen, dass irgendwas mit Celine ist und sie durchgedreht ist Die und habe ich schon ein paar Tage nicht gesehen. die ist irgendwie durchgedreht und greift Menschen an. Die könnte gleich hierher kommen. Ich mache mir voll Sorgen. Sie ist auf jeden Fall verwundet, wenn sie kommt. Pass bloß auf dich auf. Wenn irgendwie möglich, versuch heute woanders zu schlafen. Wo denn? Warte mal hier. Ich habe. Wie viel Bargeld habe ich bei mir? Wahrscheinlich wenig. Sag du es mir, wie viel du bei hast. Wahrscheinlich keine 40 Dollar oder sowas. Ja, liegt dann. Hier sind 40 Dollar. Versuch irgendwo eine Unterkunft zu kriegen. Versuch irgendwo ein Motel oder sowas zu nehmen. Schlaf heute bitte irgendwo anders. Okay. Und am besten nimm Nimmst noch ein, zwei Leute du mit, das wenn du Geld, jemanden reibt das so ein hast. bisschen zwischen den Händen? Es ist echt, Mann, ich schwöre, es ist echt. Danke. Da nicht für. Und versuch wirklich noch, wenn du irgendwo weißt, dass noch ein, zwei Leute hier sind oder so, versuch sie mitzunehmen. Ich versuche die anderen zu warnen. Komm, Timmy, dann bauen wir das Zelt jetzt ab. Ah, keine Zeit, macht das lieber schnell. Geht lieber jetzt, ich passe auf euer Zelt auf, so gut ich kann. Ist Nimm nur das die wichtigsten Zelt? Sachen. Ich will nicht dein Zelt. Nimm nur deine wichtigsten Sachen und geh schnell, bitte. Ich mache mir echt Sorgen um Kostet dich. aber mehr als 40 Dollar. Ich hab nicht mehr. Komm, ich gebe dir hier mal mein was kann ich dir geben? Hier Die mein Tür. Solariumskarte. Mein Solariumskarte. Hier, komm. Oh, hier, Kaffee frei. Ab, wenn du noch einen Kaffee trinkst, kriegst du einen gratis Kaffee. Ja, dann ruft Henry von drüben rüber. Ist gut, hör auf ihn. Ist ein guter. Er ist Genau, bei der Henry habe ich auch gewarnt und Pablo auch. so ein bisschen skeptisch, so nimmt dann aber irgendwie dann die Kaffeemarken, die Solariumskarte.
steckt die so weg. Kramt dann so ein bisschen was Zeug aus seinem Zelt und es läuft dann mit so einem Jutesack umgeschnallt. Schiebt dann so den Einkaufswagen, den er dann neben dem Zelt stehen hat. Komm mit, Timmy. Ich versuche hier so ein bisschen im Blick zu behalten. Nicht, dass jetzt so ein weibliches Monster in der Sache. Essen auf Rädern. Also Konzentration ist so geschärft wie möglich. Also ich versuche fokussiert alles an Geräuschen wahrzunehmen, was nicht dahin gehört. Also hektische, umfallende Schritte in Geschwindigkeit oder so etwas. Also auch natürlich, wenn ich irgendwie dieses Atmen, dieses Schnappatmen höre, da versuche ich auch darauf zu achten. Also akustische Signale. Und in der Zeit suche ich die anderen Zelte oder Matratzenburgen oder was auch immer ab. Ja, also außer Pablo und Willy waren hier tatsächlich gerade keine Menschen. Die sind mit Henry jetzt irgendwie weggegangen. Das heißt, es ist das hier so ein bisschen unwirklich. Die Lichter von der Brücke gehen noch, kommen halt hier runter und man hat irgendwie so einen Scheinwerfer irgendwie aufgehängt unter der Brücke, damit die da nicht schlafen, aber irgendeiner hat den zerschlagen. Und ansonsten ist es hier gerade, man hört halt so ein bisschen den Fluss. Aha. Ich weiß ja, aus welcher Richtung sie geografisch kommen müsste. Also das war ja zwei Blocks in, weiß ich, die Richtung oder so. Ich würde also so ein bisschen immer in die Richtung versuchen, meinen Blick zu halten, grob, aus der ich sie, wenn dann, erwarten würde. Passiert erstmal nichts. Ganze Zeit lang. Ja, ich gehe so einen größeren Halbkreis währenddessen. Also ich will ja gründlich gucken, nicht, dass irgendjemand tief schläft und du gerade irgendwie, weiß ich, nicht Nee, mehr das ist ganz keiner nüchtern da. ist oder so. Okay. Menschenleer gerade hier. Ja. Wie weit wäre das zu Fuß für mich gewesen? Ja, zwei Blocks hast du gesagt, ne? Ja, etwa. Was ist das? 10 Minuten sowas, ne? Wie lange sind wir jetzt zurückgefahren? Ja, keine 5 Minuten. Dann würde ich jetzt insgesamt, sie ist verwundet, da mindestens das Knie auch zerfetzt ist. Dauert Aber schon eine Weile. sie war schnell genug, dass ich sie nicht gesehen habe. Also würde ich sagen. Das ist die generellen Rätsel. Es gab ja keinen Ausgang. Eben. Vielleicht ist sie auch noch in dem Haus. Das ist sehr gut möglich, ja. Ich würde da ungefähr nochmal so, dass es am Ende eine Viertelstunde ist, würde ich da rumsuchen, gucken, dass ich ganz gründlich bin und wirklich nichts und niemanden übersehe. Und dann würde ich grob in Richtung Auto zurückgehen. Da müsste ja auch irgendwann relativ zeitnah die Polizei kommen, erwarte ich. Das sind ja so 7 Minuten plus minus nach Notruf, ne? Ja, du stehst dann irgendwann im Auto, schaust dich noch so um, aber es passiert erstmal gar nichts. Und dann irgendwann stehst du da, konzentrierst dich noch, vielleicht trinkst du auch einen von den Kaffees zur Beruhigung, die du Ja, auch das mitten ist im Auto vielleicht nicht hast. ganz verkehrt, ja. Ich bin kurz davor anzufangen zu rauchen, obwohl ich es nicht Es tue. ist gerade so ein bisschen, irgendwie wirkt es so unwirklich, was du erlebt hast jetzt, weil das heißt, ist so ein bisschen so, das Adrenalin ist ein bisschen runtergefahren jetzt, gerade weil nichts passiert. Es wirkt halt wirklich so, als ob das ein schlechter Traum gewesen ist. Henry ist auch weg mit den anderen beiden. Ist der Wagen noch da oder ist er mit dem Wagen weg? Er ist mit dem Wagen weg, ne? Der hat das Auto stehen lassen, ist halt zu Fuß weg. Okay, gut. Und Dann würde ich wieder in den Wagen steigen. bückt sich so runter zum Öffnen der Tür und dann legt sich so eine harte Kralle so auf deine Schulter und drückt dich so nach unten. Hab Okay. ich dich. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Hast vorher nichts gesehen oder gehört. Ja. Ich versuche, also mein Wagen hätte ich ja aufgemacht. Wahrscheinlich habe ich die Pistole immer noch an der Rückseite. Ich versuche also mit meiner rechten Hand an den Gürtel zu kommen. Reflexiv, weil ich ja merke, irgendwie will mich
gerade jemand runterdrücken. Ich versuche also an die Pistole zu kommen. Gelingt mir das? Ja, dicke. Dann würde ich die so drehen, dass ich irgendetwas hinter mir schießen würde. Also vollkommen egal, was da für ein Körperteil ist oder ob das Luft ist. Es ist auf jeden Fall Lärm. Ja. Lärm ist gut und Lärm ist überraschend. gut, ja. Genau. Klack, klack, klack. Also, ja, klack, klack, klack. Also würde ich einfach ballern nach hinten. Guter US-amerikanischer Reflex. Ja, mach nochmal Dexterity Firearms. Ist das... dip, 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 dip. 1, 2. Naja. Oh, ja. Du bist ja auch unter Schock jetzt gerade. Ne? Ja, nicht, dafür, nicht dass der es beste ein Schuss Reflex ist, eben. Ja. Aber gut. Aus Reflex mehrere Schüsse oder nur ein Schuss? Erstmal einen, weil ich dann hoffe, wegtauchen zu können nach links. Also, in also Richtung der, nach dem einen Schuss wird auch der Druck ein bisschen nachlassen. Das heißt, du kannst dich zur Seite wegrollen. Ja, ich würde in Richtung Motorhaube dann, weil ich ja jetzt an der Fahrertür bin, würde ich in Richtung Motorhaube, weil da kann ich mit Glück rüberhechten. Dann habe ich ein bisschen... Die Gestalt, die du so aus dem Augenwinkel wahrnehmen kannst, als du so um die Motorhaube herumspurtest, irgendwie macht einen großen Satz aus dem Stand. Und springt quasi auf das Auto oben drauf und das macht so ein Knirschen. Wow. Und dann steht sie wie so ein Raub, steht sie, steht halt Celine wie so ein Raubtier oben auf dem Autodach. Okay. Ich würde immer wieder auf den Kopf schießen. Ja, mit zwei Erfolgen treffen nicht alle Sachen den Kopf, aber so vielleicht einer irgendwie sprengt so ein Teil des irgendwie des Kopfes weg. Irgendwie der Rest geht so in den Körper, zuckt so ein paar Mal zur Seite. Dann würde ich versuchen, weil das ja hoffentlich ein bisschen sowas Ähnliches wie Zeit bringt, würde ich durch die Beifahrertür versuchen reinzuhechten, sofern möglich. Die ersten, weil ich bin ja jetzt einmal um den Wagen rum vorne. Die ersten paar Schüsse irgendwie siehst halt irgendwie gerade der Kopftreffer irgendwie, siehst, dass die Wunde so sofort wieder zuheilt. What? Und macht so ein fauchendes Geräusch. So. Okay. Und hechtest du zur Beifahrertür? Fuck. Ich schmeiß die Pistole aus, zieh meinen blöden Türknüppel. Ja. Und ja, weiß auch nicht. Stehe jetzt da mit so einer halben Tür. Springt dich dann irgendwo von dem Autodach an. Ja, ich würde instinktiv das Ding so hochhalten, ne? Genau, und springt quasi genau da auf diesen Türknauf drauf und mach doch nochmal Dexterity und Brawl. Ja, super. Ich merke, welchen Skill ich hätte haben sollen, ne? Ja. Ist ja nicht alleine bald. Nee, ist ja, oh, wer weiß. Wenn vielleicht überlebst du ja gar nicht. Also. Eben. Nee. Ja. Du hast so ein Knacken, als dieses Ding wegbricht. Ich versuche die größere Hälfte wieder und zu werden. Und diese schwere Gestalt, die eigentlich ja eigentlich nur so eine schmächtige kleine Frau ist, irgendwie hängt jetzt auf dir drauf und macht so mit ihren klauenartigen Händen. Ich liege ja so nach mehr oder weniger auf dem Rücken. Ich versuche sie mit den Füßen und mit der freien Hand wegzuhalten. Ja. Und immer wieder mit dem Stück Holz, was ich habe, überall rein, was geht. Ne? Ja, und triffst auch damit irgendwie, machst damit auch Schaden. Ja. Würfel jetzt tatsächlich mal. Also ich würde, weil es die kürzeste Distanz ist, immer Oberkörper pieken. Und guck mal, 4 Erfolge. Ach. Ja, okay, ich mache einen neuen Charakter. Ja, die Klauen packen dich quasi so am Oberkörper und drücken dich so ein paar Mal hoch und schütteln dich quasi so in den Boden rein und du hörst es so ein bisschen am Schulterblatt so knacken. Bah. Und der eine Arm hängt dann noch so ein bisschen, also wird dir nicht mehr ganz gehorchen und in der letzten Verzweiflung ziehst du nochmal so dieses eine zerbrochene Kantholz einmal herum
Und erwischt sie damit aber dann in einer Minute, wo sie dich gerade beißen wollte, irgendwie lässt sich so ein Stück zur Seite beißen und machst irgendwie einen tiefen, diesen ausholenden, stechenden Move und erwischt sie damit auf der Herzenshöhe und treibst dieses Stück Tür quasi tief in den Körper, der gar nicht so viel Widerstand bietet, wie du das gedacht hättest. Also es fühlt sich so ein bisschen, ja, nicht so an, als ob dann menschlicher Körper irgendwie als Widerstand, eher als ob das irgendwie durch so ein Stück Pudding treibst oder so dicken, ekligen, glitschigen Sehr Pudding. Macht auch so ein Geräusch. So. gut. Ah. Und dann erschlafft der Körper über dir und du hast halt dieses vernarbte, schorfige, mit Pusteln übersäte Gesicht so auf deinem Gesicht liegen. Mit diesen dicken Zähnen, die hervorsprießen. Und im nächsten Augenblick zerfällt dieses Ding zu Staub. What? Aber falsch an. Atmest automatisch so ein paar Staubfetzen ein. Super, jetzt habe ich Selin eingeatmet. Ach, du große Kaka. Ah, ich versuche mich auf dem gesunden Arm aufzustützen und lasse das Holz dabei natürlich mehr oder weniger liegen, weil es nicht anders geht. Stehe wieder auf, sofern es möglich ist. Und gucke mir an, was so mit mir, mit der Beweglichkeit meiner Schulter, au, und mit dem Wagen passiert ist, wo sie ja drauf war und ich Ja, der hat rumgerannt jetzt so bin. eine riesen Delle oben. Na gut, das hat nicht, merkt man wahrscheinlich nicht mal, ne? Also. Ja, könnte, wenn der groß ist, könnte man Probleme kriegen, wenn man drin sitzt, aber. Ah, ich gucke nochmal auf den Staub. Ist das eine Menge Staub oder ist das so feinporig weg? Es weht jetzt langsam, weil es ja windig weht, es Okay. halt so verteilt sich langsam über der Straße. Klebt ja halt irgendwie jetzt an der Kleidung überall. Und du Ja. hast du auf jeden, du bist auf jeden Fall, hast du auch blutige Striemen irgendwie hier Ja. oben, weil die hat sich ja mit den Krallen Eben. irgendwie. Ist ja ein bisschen zerfetzt, meine Klotten. Genau. Die halbe Tür und das Klackerlicht werden sein Markenzeichen. Sag nichts gegen das Klackerlicht. Das ist ein Kernkompetenz meines Charakters hier auf dem Blatt. Ja, für sowas im Tree Loot's gut, ja, um solche Sachen zu entdecken. Sowas steht bei Equipment hier. Ja, schreib's dir auf. Ja, ich heb meine halbe Tür wieder auf. Jetzt ist es ja nur noch eine Vierteltür, die ist ja kaputt. Tu mir die wirklich in die Tasche, weil die mir das Leben gerettet hat. Das ist ja tatsächlich wahr. Ich würde meine Saved by Pis Door. genau, Saved by the Door. Ich würde meine Pistole, die ich weggeworfen habe, suchen, weil ich mich reflexiv, man erinnert sich ja, oder man fallen unter Panik ja immer die falschen Dinge ein, ne? Ich weiß, die Polizei wurde gerufen, zumindest habe ich darum gebeten. Wenn die Polizei kommt und hier ist ein Typ, der eine gebrochene Schulter hat, zerfetzten Oberkörper und der wirft mit Pistolen um sich, ist das ein bisschen seltsamer, als wenn ich weg bin. Also will ich meine Spuren beseitigen. Ja, in der Tat wird jetzt, siehst du auch schon diese Blaulicht, aus der nächsten Seitengasse, sich nähern. Ich Und würde die. dann fahren die, er fährt der Streifenwagen vor. Ja, ich würde in der Zeit versuchen, schnellstmöglich, einigermaßen hektisch, mit nur einer Hand, sofern ich das schnell kann, die Pistole nehmen, also Tür auf, Pistole reinschmeißen irgendwo auf den Fußraum, was auch immer, reinsetzen, Gurt an, mit dem kaputten Schulterblatt wird das echt Spaß machen, Motor an und entspannt losfahren im Rahmen der Geschwindigkeitsbegrenzung in die Richtung weg. Dann gucke ich mal mit dem Gesichtswürfel, ob die Polizei da irgendwie kluge Beamte dabei hat. Aber anscheinend nicht. Ist das jetzt gut für mich oder für die Polizei? Weiß ich nicht. Ja, du fährst weg. Gut. Ich würde gucken, ob
mein Handy noch da liegt. Das hattest du ja Henry gegeben, ne? Ja, ich Also, weiß ja nicht, ob er es auch auf dem Auto liegen, im Auto hat liegen lassen. ja, würdest Ich du wohl gucke auch. mitgenommen haben. Okay, gut. Dann kann ich jetzt auch nicht irgendwo anrufen. Dann würde ich, wo würde ich denn hinfahren jetzt reflexiv erstmal? Obwohl, vielleicht hat er es dir zurückgegeben. Er hat ja irgendwie vor Ort telefoniert und dann, also vielleicht hast du es schon tatsächlich. Also, das Ah. macht, glaube ich, mehr Sinn, weil warum sollte er Okay. jetzt das Handy mitnehmen? Nur warum nicht? Er kann zwar hökern, ne? Ja, schon, aber warum solltest du es ihm Andererseits mag er jetzt mich, gegeben ja. haben? Du seid ja, habt ja gesprochen, er hat angerufen und er so. Ja, gut. Gut, ich würde. Wo würde ich hinfahren? Da, wo ich zu Hause nenne, also in mein wahrscheinlich Wohnheim noch vom Studium, vom Hochschule. Und ich würde panisch, hektisch, mit rasendem Herz, aber schleichend wie ein Fahranfänger fahren, der wirklich so schon, wenn die Ampel auf gelb ist, 20 Meter vor der Ampel stehen bleibt, so gefühlt. Und ihr da draußen, wenn ihr demnächst so einen vor der Nase habt im Autoverkehr, dann wisst ihr, was hier vorher passiert ist, ja. Er kann noch Bier umbringen. Und ich werde so alle 10 Meter meinen Rückspiegel korrigieren und immer wieder panisch nachgucken, ob ich Blaulicht sehe. Okay. Dann kommst du zu Hause an, ja. Und dann würde ich ungefähr mit keinem einzigen Menschen reden, den Blick komplett die ganze Zeit auf den Boden neigen und schnellstmöglich meine Klotten ausziehen und unter die Dusche gehen und mir ganz viel richtig heißes Wasser über den Körper laufen lassen und darüber nachdenken, wie ich das rational für mich erklären will mit meinem Glauben, mit dem, was ich in den nächsten Wochen anfange, meinen Beruf zu nennen und meine Berufung. Tja. Ja, wir können ja mal einen kleinen Zeitsprung machen. Heiligabend, nächste Tag. Ja. Du wirst wahrscheinlich die Wunden großartig irgendwie verbunden haben. Vielleicht warst du sogar noch in der Notaufnahme wegen der Schulter. Ja, da würde ich am nächsten Morgen erst hin. Also ich würde versuchen zu schlafen, werde das nicht hinkriegen, werde mir Schmerzmittel reinpfeifen, werde keine Minute geschlafen haben. Und dann werde ich morgens entschieden haben, wie ein schleichender Rentner zur Notaufnahme zu fahren. Ja, aber da wird man dich dann versorgen, dir auch noch mehr Schmerzmittel geben, damit das erträglich ist. Ich denke mal, Cyrus hat aber auch noch Kohle, und damit er sich die amerikanische Gesundheitsversorgung leisten kann. Ja, das geht bei mir übers Pflegeheim. Das ist. Ja. Und ganz schön hart, der Junge. Hut ab. Ja, der Cyrus ist ein ja, harter Junge. Jetzt hat er coole Narben. Naja. Der mit dem Klackerlicht. Was ist danach der Plan? Danach ist der Plan, dass ich würde mich in den nächsten Tagen dazu durchringen, wahrscheinlich auch noch vor Weihnachten, also vor dem 25. Also im Laufe des 24., was ja nur noch der einzige Tag ist, würde ich zu dem Pfarrer der Gemeinde gehen, weil das wahrscheinlich meine absolute Vertrauensperson ist. Und mit dem das Gespräch suchen. Und den auch da relativ offen erzählen, was ich erlebt habe. Also, dass ich wirklich ein Wesen gesehen habe, was ich als Mensch kenne und was eindeutig ein Monster war. Und zwar nicht im übertragenen Sinne, sondern im wörtlichen Sinne Monster. Was hat Cyrus für eine Erwartung, wie die Reaktion ausfällt? Ich möchte, dass ich seelsorgerlich da abgeholt werde, dass ich als zweifelnder Berufsanfänger, der eigentlich im Glauben recht überzeugt ist, ernst genommen werde in dem, dass es mir nicht schön geredet wird als, nee, nee, das hast du dir nur eingebildet, sondern dass ich erstmal erzählen kann. Und das Erzählen alleine hoffentlich, wenn ich die Worte ausspreche, das habe ich ja bis jetzt nicht gemacht, sortiert das für mich in eine hoffentlich rationale Logik. Das ist der Gedanke dahinter und dass ich dadurch sowas Ähnliches wie ja, wieder eine Stärkung erfahren kann, gerade für die Feiertage, die mir ja eigentlich sehr, sehr wichtig sind. Ja, in der Tat lässt er dich auch erzählen.
fragt an den richtigen Stellen nach irgendwie. Ja. Ich würde ihm auch von der Vision erzählen, die ich hatte. Das würde ich auch mit einbauen. Also da war ich erst am Überlegen. Ich fange später an, aber ich würde dann irgendwann, wenn er fragt, wieso bist du da hingegangen, würde ich auch von der Vision erzählen. Streicht sich so ein bisschen durch seinen Bart. Und wirkt gar nicht so, als ob das jetzt irgendwie so eine totale hanebüchende Geschichte, wie sie eigentlich klingt, gewesen ist. Ja. Schweigt dann erstmal. Siehst ihn halt wirklich denken. Und das Absurde ist, ich bin weggefahren am Ende. Die Polizei war da und ich bin weggefahren. Ich wollte mich ursprünglich stellen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das richtig wäre. In jeder anderen Situation, in dem Haus, wäre sie da gestorben. Hätte ich sie da das letzte Mal gesehen und sie wäre dort liegen geblieben, hätte ich mich gestellt. Aber ein Aschehaufen, ich kann mich doch nicht stellen für ein Monster, was ich aus Versehen und nur in Notwehr vernichtet habe. Ich weiß nicht, ob das richtig war und ich weiß nicht, ob das so passiert ist, aber es ist mir so vorgekommen. Es fühlte sich echt an. Und ich habe diese Verletzung, meine Schulter ist gebrochen. Meine Narben am Oberkörper habe ich. Was wäre denn die Konsequenz für dich daraus, wenn das Monster echt ist? Die Konsequenz daraus wäre, dass ich weiß, dass ein Mann Menschen zu Monstern macht. Und dieser Mann lebt in dieser Stadt. Und diesen Mann müssen wir aufhalten. Ich weiß nicht, wer wir ist, aber ich möchte dabei helfen, dass das nie wieder passiert. Saugt jetzt so ganz tief so die Luft ein. Hätte nie gedacht, dass ich das mal machen muss. Steht dann auf und geht so zu seinem Schreibtisch rüber und krault so in so einer Schublade und holt so eine Karte raus. So eine schwarze Visitenkarte mit so goldenem Muster drauf. Legt die dann so irgendwie mit der flachen Hand so verdeckt irgendwie auf den Tisch. Okay, was ist das? Glaubt dir, Cyrus. Danke. Link nimmt dann die Hand weg. Ja. Ich gehe mit meiner Hand auf die Karte, ziehe die langsam zu mir. Würfel nochmal Empathie und also für deine Kraft. Ja. Empathie, Perception. Ja. Blum, 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 blum. Eins, Oh, zwei, das drei, kannst du vier. echt gut, ne? Doppel Vier, fünf, fünf, sechs, yes! sieben wieder. Die eine Sache, die auch mit gebrochener Schulter noch kann: Dinge anfassen. Das klingt irgendwie falsch. Nee, nein, das streichen wir. Schreibe ich so nicht auf den Charakter. Ja, dann wird ja dieses selbe passieren, das was dir auch mit der Schachfigur passiert ist irgendwie. Denn die Karte bleibt halt das Zentrum des Erlebbaren und die Umgebung verändert sich wirkt wieder, dein Gegenüber verändert sich. Und du siehst eine Frau mit einem weißen Hosenanzug, die mit so einem hochgeschlossenen Kragen hat. Okay. Und sie ist halt so ein bisschen sieht es aus wie ein Collarkragen, nur umgekehrt, also so weiß mit schwarz. Lange blonde Haare zu so einem Dutt zusammengesteckt. Und sieht gerade so ein bisschen aus, als ob sie dich so musternd anschaut. Ich mustere sie zurück, während ich mit meinen Augen zweifelnd nach links und rechts gucke und überlege, wo ich hier bin. Schaust irgendwie, es sieht so ein bisschen so Glas, wie so ein Glasbüro aus. Also es ist überall irgendwie so gläserne Wände, wo man halt so dahinter ist. Es wird alles so ein bisschen schwummerig und verschwommen. Du kannst nicht genau sehen, was dahinter ist. Ein großer, so eicherner Schreibtisch, hinter dem sie sitzt. Irgendwie sehr stilvoll eingerichtet. Dann steht sie auf und klackert mit hohen Absätzen irgendwie in deine Richtung. Und nennt dir dann einfach nur eine Adresse. Dann ist die Ich Vision vorbei.
Okay, ich versuche mir die Adresse im Kopf immer wieder zu wiederholen, auch während ich diese, wenn ich gerade wieder zurückkomme. Ich versuche, ob ich die noch behalten kann. Ja, Google Maps auf. Ja. Eine richtige Adresse. Ach, guck mal, die sind ja auch total generisch, diese Ich Straßen. sage ja, Vierte und Main. Eastern Street, ja. Ja. Eastern Street, das direkt, das weißt du vielleicht sogar, ist direkt neben der Kingdom Hall of Jehovah's Witnesses. Ah, die Konkurrenz, wenn man es so nennen möchte. Okay. Und um die Ecke ist auch das Corpus Christi State Living Center. Da müsst ihr auf jeden Fall schon. Okay. Eastern Street. Kreuzung irgendwas oder eine Hausnummer oder nur die Eastern Straße, Street, ja, sonst war keine Adresse, also weil keine Hausnummer angegeben. okay. Ja, das kann ich mir wahrscheinlich merken. Ich schreibe es mir tatsächlich im echten Leben mal auf. Ist halt eine Straße mit eins. Zweiundzwanzig Häusern. 473 Häuser, okay. Er Ja. ist nicht sonderlich groß. Ja, gut. Das kann man wirklich abklappern. Gut, ja, kann ich mir das merken, während ich Ja, wieder sicher, klar. zurückkomme? Dann versuche ich möglichst wenig dabei aufzufallen, drehe die Karte wieder um, irritiert und Ja, gucke da ist halt dann. nichts drauf, außer halt so einer Prägung mit einem goldenen Kreuz. Okay. Und sonst ist da nichts drauf. Okay, ich habe die Adresse, sage ich dem Pfarrer auch, aber Stutzt keine so ein Hausnummer. bisschen. Versuch's mit 7. Oh, das ist die heiligste von den Zahlen, die da wären, richtig. Gut. Wann soll ich dorthin? Man sagte mir nur für den Fall, dass mal so eine Geschichte auftaucht. Okay. Ich glaube, es ist mir wichtig genug, dir an Heiligabend zu ärgern. Dann mach das. Gut. Hab Dank, dass du mich angehört hast und ernst nimmst. Wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal machen muss. Ist das bei allen Pfarrern so? Liegt da immer diese schwarze Karte mit dem goldenen Rahmen? Bei mir war es nicht so, nein. Gut. Ich würde mich nämlich sehr wundern, wenn man mir so ein Kartenetui am Anfang meiner ersten Stelle gibt, wo auch immer die sein wird, mit schwarzen Karten mit goldenen Rahmen. Gut. Soll ich irgendwas ausrichten? Liebe Grüße von dir oder so? Besser nicht. Gut. Dann wünsche ich dir ein gesegnetes Weihnachtsfest. Wir sehen uns morgen. Bis morgen. Gut. Danke. Ja, ich würde irritiert gehen mit der Karte in der Hand. Ja, Und ASAP, ja. wenn du die Eastern Street irgendwie abfährst, tatsächlich bei Haus Nummer 7 ist tatsächlich so ein modernerer Bau. Und sieht eigentlich aus wie ein ganz normal, also modern gebautes, schön gestaltetes, mit weißer Fassade versehenes, ja, Wohnhaus. Okay, mein leicht verbeultes Fahrzeug wird da jetzt vorstehen bleiben. Es steht halt so ein SUV, ein schwarzer SUV Ja. auf der Einfahrt. Ich lasse die Pistole geladen im Handschuhfach. Ich lasse mein Klackerlicht im Handschuhfach, weil es Tag ist. Und mein Stück Holz trage ich bei mir, weil ich das jetzt gerne die nächsten Tage bei mir trage. Das gibt mir so das Gefühl von, ich lebe noch. Und dann würde ich, ja, so wie ich halt rumlaufe, wahrscheinlich laufe ich einigermaßen dunkel gekleidet, mehr oder weniger schwarz gekleidet, aber normale Alltagskleidung rum. Also weiß ich, ein Longsleeve und eine Jacke oder sowas darüber einfach nur und eine normale dunkelblaue Jeans oder schwarze Jeans.
Und also andere Klotten als gestern, heißt das einfach nur. Und gehe dann zu der 7 hin und würde mal in Richtung Briefkasten oder Nummer Klingelschild gucken. Steht Evans drauf. Evans. Mhm. Noch ein anderer Name oder nur einer? S. Evans. Wie viele Stockwerke? Das ist nur ein ganz normales Einfamilienhaus im Prinzip. Okay. Die Tür hat so ein großes gläsernes Fenster, wo man halt irgendwie raus und reingucken kann und siehst halt dann irgendwie auch in einen sehr dekorativ stilvoll eingerichteten Flur. Und du siehst dann halt eine Frau, die auf hohen Absätzen halt den Flur entlang kommt und du erkennst sie im Gesicht halt die gleiche Frisur wie in der Vision, nur eine andere Klamotte an. Sie trägt einfach so ein Cocktailkleid schon fast, sehr stilvoll. In Blau und fummelt sich so ein bisschen am Ohrring und macht dir dann die Tür auf. Okay, ich ziehe aus meiner Gesäßtasche die Visitenkarte und zeige ihr die. Ich musste die Hausnummer nachfragen, aber die Adresse hatte ich von Ihnen. Oh. Dann kommen Sie doch rein. Danke. Navid, nicht wahr? Richtig, Cyrus, ja. Ich habe Ihren Namen leider nicht mitbekommen. Evans. Suzanne Evans. Suzanne Evans, okay. Kommen Sie rein. Kann ich Ihnen was zu trinken anbieten? Danke, ja, ein Kaffee? Wird gemacht. Gut, gut. Nehmen Sie doch Platz im Wohnzimmer. Ich mache Ihnen schnell einen Schwarz. Milch, Zucker? Schwarz, danke, ja. Ruhig stark. Ja, das Wohnzimmer ist ebenfalls sehr, also sieht sehr klinisch aus. Irgendwie ist es so, irgendwie alles total reingeputzt, bis es blinkt und blitzt quasi. Alles strahlend hell in weißer Deko. Und ja, kannst dich auf dem Sofa niederlassen. So ein bisschen mit so einem weißen Fellbezug irgendwie noch irgendwie dekoriert. Ich komme mir gar nicht seltsam vor, dass ich jetzt so heile Welt in so einem Einfamilienhaus an Heiligabend spiele, wo so total stylisch ist. Und gestern habe ich mich irgendwie im schlechtesten Viertel der Stadt irgendwie zu Klump prügeln lassen. Das ist ein bisschen surreal, ja. Ja, aber ich mache das einfach mal so mit und versuche genau die Irritation auch in meinem Gesicht spürbar sein zu lassen. Kommt dann mit so einem kleinen Servierwagen um die Wohnzimmer und kannst den Kaffeeduft auch schon riechen. Stellt dir dann so eine Tasse hin. Herrlich, danke. Danke. Setzt sich dann mit überschränkten Beinen so dir gegenüber auf den Sessel. Na, was führt sie denn her, Herr Navid? Wie ich gesagt habe, diese Karte, mir wurde sie gegeben, als ich erzählt habe, was mir gestern passiert ist. Ich habe meine Schulter gebrochen. Daher, da Sie die Karte besitzen, war das nicht alles Einzige, was Ihnen passiert ist. Nein, durchaus nicht. Ich weiß nicht, wie ich das erzählen soll. Wir trinken hier gemütlich Kaffee in einem sehr angenehmen Wohnzimmer und ich erzähle Ihnen einfach mal eine Geschichte, wenn Sie möchten. Sie hatten Kontakt mit einem Monster. Ja, er hat sie also angerufen. Das ist ja nett, da muss ich Nein, gar nicht so weit aus. Nein, mich hat niemand angerufen. Oh. Aber das ist die übliche Geschichte. Ja, ich hatte Kontakt mit einem Monster. So kann man es, glaube ich, definieren. Eine Frau, die ich kannte, war nicht mehr die Frau, die ich kannte, sondern sie hatte Zähne und hat die Möglichkeit gehabt, ungefähr 14 Kugeln standzuhalten oder 12. Stutzt kurz. Sand. Am Ende hat mir dieses Stück Tür geholfen, was mein Leben gerettet hat. Das hat mein Leben gerettet. Ich hätte es gerne wieder zurück. Sicher. Gut. Er wiegt das so ein bisschen in der Hand. Glücklich. Echt Holz. Ja, ja. Gute, massive Tür. Legt das Ding wieder auf den Tisch. Ich nehme die wieder vorsichtig zu mir. Tu die wieder in die Tasche. Ja, sie seufzt irgendwie, meint dann. Weiß
nicht, wie sich das jetzt für Sie anhört, wahrscheinlich, weil Sie den Kontakt schon hergestellt haben. Gar nicht mal so wirr, aber das, was Sie erlebt haben, ist durchaus Realität. Und Sie hätten die Karte nicht, wenn Sie nicht den Eindruck vermittelt hätten, dass Sie etwas dagegen machen wollen, dass das nicht Realität bleibt. Das ist richtig, das habe ich auch so gesagt, richtig. Ich möchte, wer auch immer dafür verantwortlich ist, dass diese Person zur Rechenschaft gezogen wird. Ich arbeite für eine Organisation, die eine kleine Gruppierung, könnte man vielleicht eher sagen, weniger Organisation, die sich um diese Dinge kümmert. Sehr gut. Es ist ein bisschen tragisch, dass gerade Sie hier auftauchen. Ich hatte Ihre Akte vor ein paar Tagen erst auf dem Schreibtisch. Meine Akte? Ja, Sie sind Pastor, nicht wahr? Ja, seit wenigen Tagen. Tatsächlich Pastor. I see what you did there. Ja, tatsächlich. Seit wenigen Tagen habe ich mein Diplom. Ich weiß noch nicht, in welche Gemeinde ich gehen werde. Heißt das, Sie sind irgendwie in dem Gremium, was meine Nein? Aber ich bin gern informiert. Gut. Wir gehören nicht wirklich zur Kirche. Wir sind eher was Eigenständiges. Hat Ihre Organisation einen Namen? Mutter nennt man uns manchmal. Eingängig, kurz, kann man sich merken, ja. Ist noch nicht vergeben, kein großer Softdrink heißt so. Wir versuchen das auch nicht an die große Glocke zu hängen. Nun, Sie haben mir eine Stelle angeboten bekommen. Ich würde Ihnen gerne ein Gegenangebot machen. Ich habe schon eine Stelle angeboten bekommen? Okay, ja, ich höre. Naja, zumindest waren Sie drauf und dran, eine Stelle anzutreten. Ja, so stand es zumindest in Ihrer Akte. Die wurde mir wahrscheinlich noch nicht mitgeteilt oder ist in der Post verloren gegangen, aber ich höre. Ich höre. Stand Oklahoma, glaube ich. Ziemlich weit weg. Oh, das war wirklich weit. Was ist Ihr Gegenangebot? Und wir beschäftigen uns mit diesen Monstern. Und wir brauchen Leute, die ihr Format haben, denke ich. Sonst hätten sie nicht hergefunden. Mhm. Und die für uns arbeiten und diese Monster beseitigen. Sie sagten, Sie sind nicht im Auftrag der Kirche direkt. Ist das dann trotzdem eine Stelle in dem Sinne? Oder müsste ich mich freistellen? Wir werden für die entsprechenden Sachen sorgen. Okay, ich bin ganz Ohr. Also es gibt diese Monster. Und nach Ihrer Beschreibung, wie Sie das gerade beschrieben haben, war es ein Vampir. Was ist das aus den Kinderbüchern? Die gibt's wirklich. Ja. Okay. Deswegen das Stück Holz. Sie hatten Glück. Okay. Sagen Sie mir, wie haben Sie diesen Raum gefunden, dieses Haus? Wie sind Sie überhaupt darauf aufmerksam geworden? Den Raum, wo der Vampir war. Oder diesen Raum hier. Ganze Sache. Wenn ich Gegenstände berühre, sehe ich, wo diese Gegenstände eine Beziehung zu haben, scheinbar, oder so etwas. Zumindest war es bei der Karte so und bei einem Stück aus einem Schachspiel. Dann sind Sie wahrlich einer der Begabten. Die können Sie gut gebrauchen. Okay. Ich helfe gerne, wenn ich darf. Aber wie kann das helfen? Manchmal entwickeln Menschen, die mit der übernatürlichen Welt Kontakt haben, gewisse Fähigkeiten. Ich denke, aufgrund ihrer Lebensgeschichte, die ich in ihrer Akte gefunden habe, wird sich garantiert irgendwas finden lassen, was der Auslöser war.
Ich hatte ein Erlebnis. Ich dachte, ich kann es erst seit gestern, aber ich hatte ein Erlebnis, was vielleicht in die gleiche Richtung ging. Das ist aber Jahre her. Das war übrigens der Grund, warum ich angefangen habe, das zu studieren. Oft unterdrückt man die Fähigkeiten oder will sie nicht wahrhaben oder schließt sie als übernatürliches rational aus. Möchte sie aber ermutigen, das zu üben und zu praktizieren und das zu nutzen, was sie können. Okay, und wie übe ich Dinge anfassen? Das werden wir dann herausfinden müssen. Okay. Da hat jeder Gerne. ein bisschen einen anderen Zugang zu. Und es gibt mehr Leute, die das können, was ich kann. Ähnliches. Und es gibt auch mehr Monster als das eine. Ja, viel mehr. Und es gibt andere Monster als Vampire. Auch das. Sagen Sie, haben Sie die letzten Jahre aufmerksam die Medien verfolgt? Ja, das war Teil meiner Ausbildung, dass ich das ein bisschen muss, ja. Was ist in Wien passiert vor ein paar Jahren? Welche große Sache fällt Ihnen da ein? Der alljährliche Opernball. Der Terroristenanschlag auf den Tower. Erinnert das sich Sie an das etwas? Ah, da war mal was. Aber nicht Die Guy Fawkes, sondern der neuere, ja. große Explosion? Ja. Und es waren keine Terroristen. Aber wieso sollte der amerikanische Staat lügen und die Medien? Um eine Massenpanik zu verhindern. Ich rate, es war ein Monster. Wissen Sie, wenn Sie nach draußen gehen und aller Welt erzählen und beweisen, dass es Monster gibt, würden die Menschen nicht mehr in Ruhe leben können? Was meinen Sie, was würden die Menschen tun? Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Das Argument verstehe ich, ja. Das ist richtig. Es wäre Panik. Und da diese Monster nicht immer wie Monster aussehen, sondern sich durchaus in der Lage sind, sich gut zu tarnen, würde eine Massenhysterie ausreichen und die Leute würden sich gegenseitig beschuldigen und naja. Das Monster, was ich gesehen habe, konnte sich nicht tarnen. Es war teilweise bewusst, es hat mich, glaube ich, gewarnt. Es hat selber versucht, sich selber zurückzuhalten und indem es in eine Wand greift und sich festhält und gesagt, ich soll fliehen. Aber es sah nicht aus wie ein Mensch, wenn man genau hinguckt. Dann war es wahrscheinlich einer der, die nennen sich Nosferatu, nach Okay. diesem Film, wenn Sie ihn mal gesehen haben. 1922 von Fritz Lang, ja. Jetzt, wo du darüber aber nachdenkst, ja, so ähnlich sah die auch aus, nicht ganz so, noch hässlicher, als der Schauspieler damals zurecht gemacht wurde. Ja. Max Schreck, ja. Ach du Schreck, der Film ist basiert auf realen Begebenheiten. In der Tat. Zumindest Ei. zum Teil. Okay. Aber nicht alle von den Vampiren sind dieser Art. Es gibt mehrere Arten. Und einige davon sehen durchaus aus wie wir. Man kann sie nicht wirklich von uns unterscheiden. Bis Wie es zu spät ist. finden Sie in Ihrer Organisation raus, wer was ist? Das ist Sache von Leuten wie Ihnen. Jetzt verstehe ich, wo meine Fähigkeit ins Spiel kommen kann. Wir verstehen uns. Okay. Dann brauchen wir nur jemanden dabei, der diese Dinge ausschalten kann, weil da ist mein Stück Tür vielleicht nicht die Allzweckwaffe. Denke, da wird sich was finden können. Ich bin sowieso gerade dabei, einer Sache nachzugehen, die mir einiges Kopfzerbrechen macht. Und ein paar Leute zusammenzusammeln. Vielleicht wäre das eine gute erste Übung. Ich bin auf jeden Fall sehr interessiert, leider. Ich glaube nicht, dass ich jetzt wieder zurück in meinen Elfenbeinturm möchte. Wir haben einen Außenposten unserer Organisation in einer kleinen Stadt an der Grenze zu Mexiko.
die sich mit der Erforschung dieser Wesen befasst. Wir Okay. haben die örtlichen Monster teilweise eingefangen und haben Experimente machen können, wissen deswegen ganz, ganz viel über ihre Gesellschaft. Gibt es auch gute Monster? Nein, sie sind alle gierig nach Blut. Aber sie haben so etwas wie eine eigene Gesellschaft Ja. und Ziele. Okay. Sie halten sich im Verborgenen. Das ist ihr höchstes Ziel. Nicht aufzufallen. Warum, wenn sie Monster sind, die nur Menschen vernichten wollen? Naja, sie haben eine Schwäche. Können nicht an das Sonnenlicht. Das ist in der Nähe von Mexiko vielleicht wirklich eine Schwäche. Sie sind nicht ohne Fehl. Und sie sind Monster. Die meisten werden nicht so aussehen wie ihre Freundin, die sie da hatten, aber lassen Sie sich nicht täuschen. Unter der Fassade schlummert immer das Monster. Es war nicht mehr meine Freundin, es war tatsächlich nur noch ein Monster. Gut, dass Sie das erkennen konnten. Aber ein Stück von ihrer Menschlichkeit war noch drin. Sie kann noch nicht lange ein Monster gewesen sein. Sie hat mich immerhin gewarnt. Wie lange bleibt dieses Stück Menschlichkeit? Das ist unterschiedlich. Kann man es zurückholen? Die effektivste Methode ist, sie zu erlösen. Okay, aber Sie sagten ja, wir forschen daran. In der Tat, wir versuchen herauszubekommen, wie man sie zurückverwandeln kann. Dann bin ich mehr als interessiert. Wo darf ich unterschreiben? Greift in ihrer Handtasche, die so über der Lehne von dem Sessel war, und holt ein Stück Papier heraus. Bitteschön. Ist das nur so ein abgerotzter Zettel oder ist das ein echtes Papier Das mit ist ein Text drauf? echter Vertrag, ja. Ja, gut. Ich habe leider gerade keinen Stift bei mir. Mit dem Stift hin. Ein Füller. Ohne es zu lesen, einfach unterschreiben. Gut, Mr. Navid. Wir werden uns dann die nächsten Tage bei Ihnen melden und Sie noch ein bisschen einweisen in die grundlegenden Dinge, die Sie zu tun haben. Sie werden sich dann vor Ort melden können bei unseren Vertretern. Sehr gut. Ich freue mich darauf. Wir hoffen, dass wir dieses Monstergezücht austreiben können. Hier in Corpus Christi hatte ich eigentlich gedacht, dass wir sie so gut wie vertrieben hätten. Anscheinend ja nicht. Es gibt noch einen Mann, der diese Frau zum Monster gemacht hat, mindestens. Wir werden das Viertel, in dem sie sich da aufgehalten haben, nochmal gründlich durchkämmen müssen. Ich Wenn nenne es ein das Viertel Nosferatu nochmal, ist, falls ich wird es nicht gemacht er, habe. naja, seine Mittel und Wege haben, unerkannt zu sein. Aber selbst das ist durchschaubar, wenn man weiß wie. Das würde mich sehr beruhigen. Gut, dann wünsche ich Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, trotz all der Dinge. Denn Ebenfalls wir gilt. melden uns nach Weihnachten bei Ihnen und dann planen Sie schon mal Ihre Reise. Gesegnete Weihnachten. Das werde ich tun. Ah, eine Sache noch. Ja. Der Ort, in den Sie reisen, Ja. nimmt Ihr Handy und tippt so ein paar Daten ein, zeigt dir dann so den Google Maps-Eintrag und dann siehst du halt so ein großes verschwommenes Ding auf dem Google Maps-Karte quasi. Ihr Funknetz scheint nicht gut zu sein. Der Ort existiert nicht. Wieso soll ich dann dorthin? Naja, er existiert, aber das ist auch Teil Ihrer Aufgabe. Vielleicht finden Sie heraus, warum das hier passiert.
Und das liegt nicht an Ihrem Funknetz. Okay. Ich gebe es mal bei mir im Handy. Also jetzt, wo du weißt, wonach Ja. du, wo du halt suchen Ja, musst, dann irgendwie, habe das ich ist ja halt auch die nur, das ist Daten, halt ne? ein ganzer Also. Fleck, der halt irgendwie so, das ist nicht wirklich ausgeschwärzt. Also es gibt ja auch auf Google Maps diese Militärbasen und so, Ja, die man nicht genau. sehen kann, sondern es ist einfach nur so ein bisschen blurry. Okay, ja, dann mache ich mir da ein Lesezeichen hin in meinen Maps. Wenn du es dann ausmachst, wieder anmachst, ist das Ja. Lesezeichen verschwunden. Okay. Spannend. Gut. Wenn Sie mit Leuten darüber reden, wo sie hinwollen, werden die den Kopf schütteln und nicht genau wissen, wovon sie spricht. Es ist merkwürdig, die Leute scheinen diese Stadt komplett zu ignorieren. Sehr gut. Ja, weiß ich Bescheid. Meine Lippen sind versiegelt. Gut. Dann wünsche ich Ihnen, wie gesagt, ein frohes Weihnachtsfest und noch mehr wünsche ich Ihnen Erfolg bei Ihrer neuen Arbeit. Dankeschön. Kümmere mich um alles Weitere, was mit Ihrer Kirche zu tun hat. Das nimmt mir eine Last ab. Wir sorgen füreinander. Das freut mich sehr. Schieb dir noch so einen Zettel rüber, wenn Sie sich eh mit dem Internet auskennen. Das hier ist das Passwort für unser Netzwerk, in dem wir uns absprechen können und Ressourcen teilen. Nun, ich kann mich so gut mit dem Internet auskennen, wie es mein Handy halt hergibt, ne? Aber danke schön. Ich notiere es mir. Das ist halt irgendwie ziemlich merkwürdig, weil es irgendwie das heißt Motherboard. Das ist ein Message Board, was halt drauf ist. Ja, sehr gut. Gut, Alright. dann, Würde ich ich habe noch zu meine tun. Sachen packen, Kaffee trinken und aufstehen und mich verabschieden. Es war mir eine Freude, Sie kennengelernt zu haben, Mr. Navid. Ich vermute ebenso. Danke, Miss Evans. Feiern Sie schön. Sie auch. Oh, das werde ich. Ja, ich würde langsam Richtung Tür gehen. Und mit dem Cyrus, der die über die Türschwelle dieses modernen Baute, dieses modern gebauten Einfamilienhauses tritt, verlassen wir Cyrus für den Moment und schauen mal, wenn wir ihn dann wiedersehen. Das wird noch ein bisschen dauern, weil die anderen Preludes ja jetzt irgendwie die nächsten paar Wochen erst reintrudeln. Aber ich denke, wir haben einen schönen Einstieg gesetzt. Haben ihn ein bisschen kennengelernt und der Chat sagte auch schon zwischendurch irgendwie, dass Cyrus sehr sympathisch ist. Ja, und hier genau, der Ober-Warboss schreibt gerade, oh weh, auf beiden Seiten sympathische Figuren, jetzt weiß er nicht mehr, für wen er halten soll. Und ja, cool. Ich freu mich drauf, einen Vampir hast du schon mal, kannst ja so einen Kill-Count anlegen. Auch wenn es ein bisschen, ja, denke, wenn wir nach den Würfeln gegangen wären, hätte das genauso gut andersrum losgehen können. Meinst du, nur weil du 5 Erfolge hattest und ich keinen? Ja, also das ist auch so ein bisschen meine Art zu leiten, wie das ja irgendwie, ich habe ja die Schadenswürfel jetzt auch weggelassen. Ich denke aber, das ist halt so ein bisschen, ich versuche halt eine Geschichte zu erzählen zusammen mit euch und das gibt sonst keine gute Geschichte her. Dennoch hoffe ich, es hat sich trotzdem ein bisschen bedrohlich angefühlt. Doch, 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 doch. Hat Spaß gemacht. Und ich habe eine gebrochene Schulter. Die ist nicht so schnell geheilt. Ja. Sehr etwas. Vielleicht gibt es da noch Gefährten, die das hinkriegen. Ja. Weiß. Peramin versucht gerade, sich zu verteidigen. Wir haben hübsche Frauen. Ja, warte mal ab. Es kommen noch weibliche Charaktere auch noch dazu. Ja, okay, gut. Der Percy schreibt noch, Cyrus ist sympathisch, aber er bleibt lieber Vampire-Fan. Liegt aber nicht an dir, sondern an deinem Arbeitgeber. Oh Gott, ho, ho, ho. Ja, die lerne ich ja erst kennen.
Ja, cool. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, Dreihänder. Und dann sehen wir uns. Jetzt musst du ganz lange warten, bis du wieder spielen darfst. Ich gucke mir die anderen an. Guckst dir die anderen an, genau. Und ja, vielen Dank, dass ihr da draußen zugeschaut habt. Wenn ihr das später auf YouTube schaut, hinterlasst uns doch einen Kommentar unten, wie ihr Cyrus findet, irgendwie und wie ihr denkt, was er mit seinem Klackerlicht machen soll oder so. Und wenn ihr dann unten sowieso schon mal seid, dann könnt ihr uns auch einen Daumen nach oben da lassen. Das wäre Ich will ganz nett. UV-Licht in meinem Klackerlicht haben. Wirklich? Also Ausrüstung ist. Ja, und ja, cool. Es geht dann weiter in 2 Wochen, wenn alles klappt, mit dem nächsten Prelude. Und da könnt ihr euch dann schon mal drauf freuen. Und die andere Seite könnt ihr dann wieder jetzt am Sonntag. Nee, jetzt am Sonntag fällt leider aus. Danach erst in 3 Wochen gibt es dann wieder die Vampirseite zu sehen. Genau. Und falls ihr nicht genug kriegen könnt vom Rollenspiel und das, was wir hier machen, unbedingt nochmal weiter gucken wollt, dann schaut doch mal auf dem Nordpol vorbei. Hier seid die Adresse. Da könnt ihr reingucken. Und wenn ihr meint, ja, Nordpol ist zwar ganz cool, aber ich würde voll viel gerne was vom Dreihänder gucken. Das will ich nicht so weit lange warten. Dann habe ich auch eine ganz gute Nachricht, denn der Dreihänder hat auch einen YouTube-Kanal. Da könnt ihr den ganzen Unsinn schauen, den er auch macht. Ich mache Oder? keinen Unsinn, das ist alles hochtheologisch, was ich mache. Und ja, habe ich euch hier eingeblendet. Und wenn ihr es auf YouTube schaut, ist es auch oben ihn nochmal verlinkt. Dann könnt ihr den mal besuchen und ihm ein paar nette Kommentare da lassen, wenn ihr Lust habt. Immer gerne. Lohnt Dankeschön. sich, lohnt sich. Genau, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Start in die Woche und bis zum nächsten Mal. Sage ich auch Ade. Lächeln und winken. Genau. Ja. Tschüss. Ciao.